So, Freunde, ich glaube, es geht schon wieder los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr wisst es, der erste Sommerferientag heißt, ich starte eine neue Wanderung. Und wie jedes Jahr nehme ich mir natürlich vor, es soll eine entspannte Wanderung sein. Ich will ein bisschen alleine sein, ein bisschen meine Zeit genießen und einfach ganz gediegen durch die Pampa wandern. Letztes Jahr ist das, wie ihr wisst, darin geendet, dass ich den ganzen Weg an einem Tag gemacht habe, in 22,5 Stunden von hier bis zum Harzsee gelaufen bin. Das soll dieses Jahr nicht passieren. Und wie werde ich das erwirken? Richtig, ich werde heute erstmals seit meiner allerersten Wanderung nicht mit meinem Trolley wandern, sondern mit einem Rucksack. Und obwohl ich wirklich so minimalistisch gepackt habe, wie man nur packen kann, ist das Ding so schwer, dass ich spätestens in 2 Stunden die erste 12-Stunden-Pause machen werden muss. Und dann kann man ja wirklich sagen, yo, du bist ganz gediegen 2 Stunden gewandert und hast dann erstmal 12 Stunden rumgeheult, weil dein Nacken wehtut. Denn mein Nacken ist wirklich, also ich, ne, glaubt mir, Freunde, ich bin froh, wenn ich heute 30 Kilometer schaffe. Ne, das ist, ich bin froh, wenn ich heute 20 Kilometer schaffe. Ich sehe mich, egal. Der Plan ist, die nächsten 4 Tage wandern zu gehen. Ich bin sehr gespannt. Diesen Plan gab es schon oft und er ist mehr als einmal gescheitert. Schauen wir mal, was wird. Was wird? So, Freunde, Punkt 15 Uhr, nee, 14.59 Uhr war mein Handy-Akku wieder vollgeladen und das heißt, jetzt geht die Party ab. Ich hab's immer noch nicht realisiert, ja, also, oh fuck, meinen Schlüssel muss ich auch noch einpacken. Gut, den stopfe ich jetzt seitlich irgendwo rein und eigentlich wollte ich, wie ihr hier seht, meinen Müll auch noch runterbringen. Nee, komm, das müssen wir machen. Das müssen wir machen und danach stopfen wir meinen Schlüssel irgendwo rein. Ja, das zeigt's einfach mal wieder, dass diesen extremen Unterschied zwischen ich weiß etwas auf rein intellektueller Ebene und ich habe etwas realisiert. Also ich habe was in meiner Emotion, in meiner Wahrnehmung oder es ist etwas in meiner Emotion, in meiner Wahrnehmung, meinem Selbst angekommen. Das ist ja das, was man in der Meditation, in der buddhistischen Meditation der Einsgerichteten versucht. Man nimmt sich etwas außenstehend, was man intellektuell richtig findet oder versteht und meditiert einsgerichtet darüber, bis man es realisiert. Ja? Bis es eins mit einem wird und man es von sich aus lebt. Und so geht es mir gerade. Habe ich jetzt meine Tür zugeschlossen? Seht ihr, jetzt laber ich schon mit euch und checke nicht mehr, was ich tue. Ja, doppelt zugeschlossen hält natürlich besser. Die Kamera funktioniert auch, hoffe ich. Und hoffentlich auch das Diktiergerät, das sehe ich jetzt natürlich nicht, wenn das dort dran ist. Wir schauen mal, wann die Realisation kommt und ob ich den Weg inzwischen auswendig kenne. Und ich habe es eben schon meinem Kumpel gesagt, oh, ich darf natürlich jetzt nicht hier ranstoßen, das wäre natürlich dumm. Die Bauchschnalle entlastet tatsächlich die Schultern extremst, aber ich habe halt die absoluten Kloppi-Schultern. Also ich möchte nicht übertreiben, aber meine Schultern tun jetzt schon weh. Ungelogen. So, dass man, also jetzt... Noch ein letzter Blick. Ja, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich, wenn ich jetzt normal draußen unterwegs wäre, sagen würde, oh, boah, ich will mal meinen Rucksack absetzen. Natürlich werde ich jetzt durchziehen, weil ich weiß, dass ich wandern gehen möchte, aber es ist trotzdem absurd. Okay, Leute, ich bin eine Viertelstunde unterwegs und es gibt schon so viel zu erzählen. Punkt Nummer 1. Das Diktiergerät hält mich natürlich in hervorragender Weise davon ab, Spam-Kommunikation zu betreiben. Ja? Nur die Kamera anzuschalten und vor sich zu halten, dauert eine halbe Sekunde. Ein Knopfdruck. Das Diktiergerät rauszunehmen, anzuschalten, Hold-Button zu drücken und Aufnahme, andersrum Aufnahme und Hold-Button, es wieder reinzustecken und dann die Kamera zu drücken, ja, da denkt man halt vorher drüber nach. So, das ist schon mal Punkt 1, das finde ich gut. Dafür gibt es jetzt ein bisschen gesammelte Gedanken der letzten 15 Minuten. Denn Zentrum ist natürlich oberpeinlich. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abseits vom Zentrum, habe mal einen leeren Gehweg, außer der Fahrradfahrer, der eben an mir vorbei ist. Das ist schon wesentlich besser, aber im Zentrum, Gott, war mir das peinlich. So sehr, dass ich mich nicht mal getraut habe, das Diktiergerät wieder hier reinzustecken, sondern es in die Hosentasche gesteckt habe, die so offen gelassen habe. Was passiert ist, ist, dass der Popschutz abgefallen ist und rausgefallen, ohne dass ich es gemerkt habe. Dann habe ich in die Tasche gegriffen, habe es gemerkt und zum Glück war ich erst 20 Meter weiter gelaufen. Glück im Unglück. So, dann gut, ich an allen Leuten vorbei, einfach
sozialphobisch meine Wahrnehmung abgeschaltet, damit ich nichts mitkriege, weil ich bin ja so definitiv eine Gestalt, die es sich lohnt anzuschauen. Ja, und siehst du, jetzt kommt nämlich jemand, jetzt ist es richtig unangenehm. Wir müssen durchziehen. Das ist Konfrontationstherapie, Freunde. Genau, geh einfach, geh bitte einfach weiter. Das ist natürlich auch der Vorteil an meiner Mikrofonisierung. Wenn ich heimlich still und leise etwas flüstern möchte, kann ich das direkt nach unten sagen. Und ihr müsstet trotzdem alles verstehen, weil ich ja dann mit dem Mund direkt über dem Diktiergerät bin. Das wäre jetzt schon fatal gewesen, weil die GoPro so weit weg ist, dass ihr richtig schlechten Ton gehabt hättet. Dann bin ich weiter und am Schlossteich läuft auf der anderen Straßenseite mein ehemaliger Arnis-Trainer, der immer noch als unser Mentor fungiert, immer noch Teil des Vereins ist, aber halt das Training nicht mehr leitet. Ich habe mich aber dazu entschieden, ihn nicht anzusprechen, denn er hat auch relativ stoisch geradeaus geguckt beim Laufen und ich dachte, er ist mir definitiv nicht böse. Wir kennen uns ja schon lange, wenn ich keine Konversation forciere. So, wartet kurz, jetzt wird's richtig peinlich. Und so bin ich einfach vor ihm quer über die Straße, sodass er mich definitiv gesehen hat. Ob er mich dann gleich erkannt hat, weiß ich nicht, denn er hat meine Instagram-Stories noch nicht gesehen. Und ja, jetzt bin ich auf der Leipziger Straße und es ist zu peinlich, Freunde. So, Freunde, ich habe es euch erspart, etwas zu erzählen, während ich hier an der fünfspurigen Leipziger Straße entlang laufe. Was ich vorhin sagen wollte, aber dann zu viele Menschen kamen, waren, wer mein Simons Schneiderei-Video gesehen hat, also das vorletzte Video, was hier online kam, der hat mich ja schon die Leipziger Straße hochlaufen sehen. Bis zum Rewe to go, um mir zwei Energies zu holen. Und ich komme jetzt gleich da vorn am Rewe to go an. Deswegen gab es dazu jetzt nichts weiter. Okay, dieses Jahr habe ich nur ein Problem. Ich bin auf der falschen Straßenseite. Hatte ich das schon mal? Vorhin wollte ich noch sagen, ey, das erste Mal, dass ich ja bei einer Wanderung hier auf der rechten Straßenseite langlaufe. Aber ja, was soll das jetzt? Denn wie gesagt, die Straße ist fünfspurig. Und was bringt mir das jetzt? Hier vorne, also ich muss da rüber. Ich husche jetzt hier rüber. Was bringt's mir denn? Guck mal, die haben rot. Warum gibt's hier, wieso ist hier kein Fußgängerüberweg? Wenn die jetzt eh rot haben, das macht ja gar keinen Sinn. Ich renne, Freunde. Boah, ich hab's überlebt. Das ist ja mega dumm. Das ist ja richtig, richtig dumm, dass es hier keinen Fußgängerüberweg gibt. Weil das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Fühle ich mich direkt auch wie Harpe Kerkeling, als er die Landstraße entlang ist und fast überfahren wurde. So, ich bin auch direkt an der zweiten Aral, also am zweiten Rewe to go. Gut, dass direkt hinter, also ja wirklich direkt hinter der Aral da vorne, ja auch noch eine Jet-Tankstelle ist. Und ich habe tatsächlich überlegt, mir hier noch irgendwas zu holen. Was weiß ich, ein Pfirsich oder so. Weil ich erinnere mich, wie ich da vorne dann schon mal mit Pfirsich Pause gemacht habe. Und das war eine schöne Erinnerung. Was keine schöne Erinnerung ist, ist, dass es ein Fehler war, die nicht durchgelatschten Flipflops anzuziehen. Weil diese hier, merke ich gerade, also ich habe es wirklich jetzt in der Sekunde beim Sprechen gemerkt, die reiben an meinen Fußballen. Und ich erinnere mich, dass ich auch da schon mal eine Blase hatte, oder? Das ist ja richtig dumm. Aber wie ihr seht, ich laufe dran vorbei. Denn, ich werde mich dann ja zwingen zum Pause machen. Weil ganz klar, jetzt bin ich im Trott. Mein Nacken hält erschreckend gut durch. Weil, wie gesagt, die Bauchschnalle sehr viel entlastet. Und ich möchte trotzdem an dem einen Spot, ich hoffe, dass ich dort sein werde nachher. Weil ich gucke ja auch sonst nicht aufs Handy am Anfang. Sonst laufe ich ja einfach nach Kompass.
Spaß. Aber jetzt brauche ich nicht nach Kompass laufen, weil ich den Weg, also den Anfangsweg, wirklich einfach inzwischen auswendig kenne. Hoffe ich zumindest. Bilde ich mir ein. Genau, weil es jetzt hier links rüber geht. Da, wo ich letztes Jahr versucht habe, die ersten Fotos vom Mond zu machen, die so grauenvoll schlecht waren, dass ich sie euch nicht mal eingeblendet habe, glaube ich. Genau hier an der Stelle. Und scheiße, Alter, die reiben viel zu sehr. Da, wieso? Wieso muss das jetzt passieren? Es läuft gerade alles perfekt. Das bestehende Problem, vor dem ich Angst hatte, tritt nicht ein. Ich habe mir vorgenommen, mich dann zur Pause zu zwingen. Ach so, und um den Satz zu Ende zu sprechen. Bei der Pause werde ich dann natürlich auch etwas essen. Ja, ich werde jetzt nicht zwischendurch, weil ich hätte jetzt tatsächlich schon wieder leichten Appetit, mir irgendwas zu essen reinschieben, sondern das Ganze soll diesmal ein bisschen diszipliniert genauso ablaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da muss man sich dann halt auch mal dazu zwingen. Naja, Freunde, ich bin back to the track. Nee, back on track. Und schauen wir mal. Das wollte ich nicht mehr sagen. Sorry. Ich halte gerade an, weil ich euch sagen wollte, und damit betreten wir den Waldweg, bei dem meine Nachtpanik einsetzte. Und beim Stehenbleiben und der Entlastung der genannten Fußzonen kam ein richtig brennender Schmerz. Cool. Ansonsten bin ich jetzt voll im Flow. Das ist das einzig Negative. Und davon lasse ich mich gerade nicht mal beirren, weil ich ja, wie gesagt, Pausen machen möchte. Und jetzt gerade bin ich echt schon so in dem Modus, ja, dann setze ich mich halt gleich hier an den Rand, hol mein Buch raus und lese erstmal 3 Seiten und gucke ein bisschen in den Himmel. Also, hey Freunde, vielleicht ist das wirklich der Start der besten Ferien in meinem Leben. Ich weiß es nicht. Und die Erinnerung, wie ich hier bei völliger Dunkelheit lang bin und panische Angst hatte, dass hier was rausgeschossen kommt und jeder Raschler, der hier von links und rechts kam, einfach so exorbitant angsteinjagend war, finde ich gerade so witzig. Weil jetzt bei Tag ist es natürlich so absurd. Ah, großartig, Freunde. Das wird eine gute Wanderung. Ich spüre das, Freunde. Ich spüre das. Und da drüben ist die A4. Die kreuze ich dann gleich da unten. Ihr wisst es. Dann gehe ich durch diesen Tunnel durch, wo ich letztes Jahr Bap, 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 Bap to the Top gesungen habe. Und wenn ich dann auf dem Feldweg neben der A4 bin, da kommt dann der Spot und da werde ich, doch, wirklich, dort mache ich Pause. Ja, bis dahin zwinge ich mich durchzuziehen, mache nicht jetzt schon Pause und wenn es an dem Zeitpunkt gehen sollte, werde ich mich trotzdem zwingen, Pause zu machen und nicht noch weiter zu gehen. So, ich glaube, jetzt habe ich es bis ins kleinste Detail beschrieben, oder? Auf die Zecken freue ich mich auch schon. Boah, krass, meine Kollegen waren vorgestern, haben auch Abschlussklasse 2 mit ihrer Klassenstufe 2 gemacht und waren in dem kleinen Wäldchen hinterm Vita Center, wo ich mit euch auch schon war, weil da wurde so ein neuer Spielplatz aufgebaut. Und dann hat der Kollege gestern die Kollegin gefragt, und wie viele Zecken hattest du? Und sie sagt tatsächlich, ja, 3 Stück hatte ich. What the fuck? Also entweder ist Zeckensaison wieder ganz, ganz heftig oder ich höre auf zu filmen, weil da kommt jemand und das ist peinlich. Okay, Freunde, also dass der Waldweg scheiße wird, weil er matschig ist, daran habe ich halt auch echt gar nicht gedacht. Das tut meinen geriebenen Fußballen jetzt natürlich auch nicht so gut. Ich habe Angst, dass ich wegrutsche. Außerdem, ja, wird mein Bein direkt schmutzig und ich sehe eine Stunde nach Start schon scheiße aus. Also das stört mich jetzt nicht wirklich, aber ich wollte es einfach erwähnen. Wenn natürlich meine Flipflops auf der Trittfläche irgendwie matschig werden, ich habe kein trockenes Toilettenpapier dabei, nur feuchtes Toilettenpapier. Dann müsste ich mit meinem Handtuch die Flipflops oder was weiß ich, also versteht ihr, ich mache mir Sorgen, dass ich hier rumrutsche. Ich habe auch fast schon entschlossen, bei meiner Pause die Flipflops zu wechseln, weil das ist mir gerade wirklich zu doof, dass ich am ersten Tag mir Blasen reibe. Also dann, Alter, echt, guckt euch diese Kacke an hier. Dann reibe ich mir lieber am zweiten Tag Blasen oder so. Jo, was natürlich auch übel. Seht ihr, das ist das Ärgerliche. Guckt euch diese geilen Waldtippis an. Aber das ist ja wie mit meinem Pausenspot dann. Das ist ein richtig geiler Spot zum Schlafen, aber der ist halt viel zu nah. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, eine Wanderung mal 19 Uhr zu starten. Aber das ist Quatsch, weil ich bin ja jetzt 1 Stunde gelaufen. Ja, stellt euch vor, ich würde hier mein Nachtlager aufschlagen. Ja, Isomatte
da rein, pennen, noch irgendwas davor. Das wäre doch geil. Das hier, weiß ich nicht, ob das eine Schaukel sein soll. Eine Schaukel für Zwerge, weil diese Schraube, vor allem mitten in den Baum reingedreht, Frechheit. Weiß ich nicht, ob das hält. Egal. Wir wissen, wie es ist. Einen guten Schlafspot zu finden, wird heute, glaube ich, das Schwerste. Wobei es vielleicht auch irrelevant ist, denn wenn es so kalt wird wie letzte Nacht, soll heißen 11 Grad und ich kein Zelt dabei habe, kann es eh sein, dass ich heute Nacht 2 Uhr, 3 Uhr aufstehen werde und weiterlaufe, damit ich nicht erfriere. Yeah, we gonna bop, 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 bop to the top. Slip and slide and ride that rhythm. Jump and pop, pop till we drop and start again. Zip, zap, zap, pop like a mop. Scoot around the corner. Move it to the groove till the music stops. Till we reach the bop to the top. Don't ever stop. So viel zu, ich kann den Weg auswendig. Jetzt kam ich an eine Wegkreuzung. Der eine Weg geht nach Norden, der andere ging nach Westen. Und ich bin echt unsicher, ob ich nicht immer nach Westen gegangen bin. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Das ist ja richtiger Kack gerade. Wobei es halt auch erschreckend ist, dass ich mir das nicht merken kann. Weil jetzt gehe ich wieder nach Nordosten. Aber da drüben ist die Autobahn. Und ich weiß ja, dass ich den Weg an der Autobahn entlang noch gar nicht angetreten habe. Alfred-Brehm-Straße bin ich übrigens, for the record. Für die Aufzeichnung. Ich laufe jetzt mal hier hoch und guck mal, ob ich reinscheiße, weil ich irgendwo langlaufe, wo ich sonst doch nicht lang. Das gibt's doch nicht an den Biss. Aber auch als ich aus dem Tunnel rauskam, habe ich gemerkt so, ach krass, ja, da kommt ja dieses Stück Weg noch. Und ich dachte, da wäre da schon der Weg von der Auto. Doch, hier bin ich schon mal lang, oder? Gott, wie läuft die denn? Oh Gott, entweder ist die körperlich behindert oder hat eingekackt. So, und jetzt kommen wir nämlich an das erste Problem mit dem Diktiergerät. Ich kann es wirklich gleich anlassen, weil ja jede Ecke, um die ich gehe, eine neue Überraschung ist. Und ich deswegen immer wieder filmen möchte. Und dann das Diktiergerät jedes Mal an- und auszumachen, ist dumm. So, und ja, wieso bin ich denn jetzt hier? Wieso, ach nö, jetzt bin ich auch noch bei Burger King. Das ist ja Folter. Das ist ja richtiger Quatsch. Wieso bin ich denn jetzt hier an der Leipziger Straße? Bin ich wirklich sonst? Hä, wo ist denn die... Sag mal, bin ich gerade dumm oder was? Ich hätte doch nicht nach links abbiegen müssen. So, wartet. Jetzt gucken wir, wo ist Norden? Norden ist... In diese Richtung ist Norden. Aber ich bin noch nie übers Chemnitz Center gelaufen. Das ist ja richtiger Abkack. Hätte ich da drüben nach links hochgehen sollen? Ist das wirklich der Punkt, wo ich sonst das erste Mal gegoogelt habe? Oder habe ich mich sonst einfach entschieden? Doch, ich weiß, woran es liegt. Ich habe sonst immer, weil ich ja eh weiß, dass ich nach Nordwesten gehen muss, mich dann für den westlichen Weg entschieden und jeden Weg, der auch nur minimalst nach Osten geht, abgelehnt. Aber das ist ja gerade richtig kacke, Alter. Burger King, ihr wisst, ich laufe jetzt hier wieder runter. Auch wenn das natürlich höchstgradig deprimierend ist, und ich jetzt rausgefunden habe, woran es liegt, wenn ich bergab laufe, dann ist die Reibung natürlich exorbitant groß. Das ist scheiße. Wow. Wow. Das geht ja gut. Toll. Ich habe mich gerade so wanderig gefühlt und jetzt bin ich auf einen Schlag wieder in der Zivilisation und auch noch bei Burger King. Boah, also hätte jetzt noch ein Energy rumgestanden, dann wären wir aber an der Grenze. So, Freunde, von hier kam ich nämlich. Und jetzt gucken wir nochmal, ob ich wirklich eine dumme Entscheidung... Scheiße, ich habe einen Popschutz nicht drauf. Warte. Das ist tatsächlich auch sowas. Ohne den Popschutz wäre es noch ein Ticken schneller. So muss ich jedes Mal erst Popschutz drauf machen, weil den lasse ich natürlich nicht hier stecken, wenn ich durch die Kante laufe, ohne zu reden. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich keinen aus zwei alten Klinkensteckern, weil hier oben dran, ich zeige es euch dann noch. Ach, ich zeige es euch dann. So, jetzt gucken wir. Ja, und weil dieser Weg hier minimalst nach Osten geht, habe ich mich wahrscheinlich in der Vergangenheit immer dafür entschieden, hier nach Westen zu gehen. Und diesmal aber halt nicht. Boah, ey, jetzt kriege ich Burger King nicht aus meinem Kopf. Naja, wird sich die Pause umso mehr lohnen.
Ja, hallo Pferdchen. Ja, hallo. Oh, zwei Pferdchen. Oh, guck, der eine hat eine Fliegenklappe. Die andere, oder der andere, krass, nur wegen der Farbe assoziiere ich das Geschlecht. Ich böser Mensch, lol. Hallo. Oh, siehst du, uns tut mir direkt wieder leid. Jedes Jahr aufs Neue. Ihr könnt auf dem Weitwinkel nicht so viel sehen. Oh, das Auge ist auch ganz rot. Ja, ne? Boah, muss das scheiße sein. Darf man da noch näher rangehen oder rastet der da aus? Weiß es nicht. Naja, tschüssi Pferdchen. Ich gehe weiter wandern. Im Übrigen, ja, ich weiß jetzt wieder, ich bin auf dem richtigen Weg, wo ich sonst auch immer lang bin, behaupte ich jetzt einfach. Okay, Freunde, irgendwie bin ich doch nicht mehr sicher, ob ich hier jemals lang gelaufen bin. Abgesehen davon, dass ich an schon jetzt viel mehr Pferden vorbei bin als... Hier ist ja ein Reiterhof neben dem nächsten. Da drüben wird gerade ein Pferd gesattelt. Eben ist einer an mir vorbeigeritten mit einer jungen Frau. Was weiß ich, so 21. Alter, hatte die Oberarme. Boah, aber trainiert. Also ich war nicht fett, sondern das war schon echter Wahnsinn. Aber dass ich hier an so einem Parkplatz vorbei jemals bin. Ich meine, ich bin ja nur letztes Jahr nachts gewandert. Sonst ja auch tagsüber. Da kannst du mir doch nicht erzählen. Das hier, also ich habe keine Ahnung. Ich laufe auch jetzt gerade weiter, straight Richtung Westen. Hier sind wieder ein paar süße Entlein, die ihr natürlich wegen des Weitwinkels nicht gut sehen könnt, des super Weitwinkels. Und sobald ich natürlich rangehe, fühlen sie sich ängstlich und gehen weg. Das finde ich sehr schade. Dabei war sogar ein Baby dabei. Dabei will ich euch doch nur schöne Sachen zeigen. Aber doch, hieran erinnere ich mich, oder? Doch, ich erinnere mich daran. Ich hoffe es einfach. Und ich hoffe, aber die Autobahn höre ich immer weniger. Wo ist denn mein Autobahnweg? Aber wie kann jemand so eine schlechte Orientierung bzw. so ein schlechtes Ortsgedächtnis haben. Das ist wie, wenn mein Arnes-Kollege, der sich sehr für die Stadt Chemnitz interessiert, mir jetzt zuletzt in den letzten zwei Wochen wieder viele ehemalige Bilder von Chemnitz geschickt hat und wie die Stadt zu DDR-Zeiten leider sehr hässlich gemacht wurde, beziehungsweise nach der Bombardierung sehr hässlich wieder aufgebaut wurde. Und ich sage ihm immer, selbst wenn du mir sagst, was das für eine Straße ist und welches Gebäude ich da sehe, ich muss wirklich Google Maps öffnen und das aktuelle Gelände da daneben angucken, damit mein Gehirn verknüpfen kann, aha, das ist da. Ja, ich kann nicht visualisieren, das ist dieser Ort, dieses Gebäude, so sieht es jetzt aus. Kann mein Gehirn nicht. Und das zeigt sich gerade. Ja, ich habe absolut keinen Plan, ob ich hier schon mal war oder nicht. Sehr, sehr ärgerlich finde ich, dass ich mir definitiv jetzt schon Blasen gerieben habe. Ja, aktueller Schmerzstand ist, yo, ich habe mir Blasen gerieben. Oh, guck, ein Vögelchen auf dem Zaun. Das wollte ich eigentlich sagen. Fuck it. Ich habe extra gewartet, bis das Auto weggefahren ist, weil ich noch was sagen wollte und habe es vergessen. Cool. Okay, Leute, das ist doch wirklich scheiße. Ich bin hier auf dem Goetheweg, nur um das nachzuvollziehen. Und ey, nee, hier ist ja jetzt sogar, also ich muss dort lang weiter zum nächsten Pferd, lol. Warum, ey, an sowas erinnert man sich doch, wenn man an einem fucking Schild vorbeiläuft, wo Geflügelhof Schneider Hofladen draufsteht. So, gucken wir mal. Ja, ich muss eigentlich in diese, krass, ich müsste eigentlich hier runter jetzt gehen, aber da laufe ich mitten in das Dorf rein. Ich weiß nicht mal, was für ein Scheißdorf das ist. Leute, was geht denn ab? Das kotzt mich an. Mir ist aber wieder eingefallen, ich zeige euch noch die schöne Bank. Guck mal, das ist doch ein Highlight. Was ich sagen wollte ist, es ist jetzt 16.41 Uhr, 16.43 Uhr, wenn man es genau nimmt. Und ich fühle mich einerseits so, wie es, glaube ich, im Video rüberkommt. So wie, ah ja, gut, das Video läuft seit 15 Minuten, wobei ich schon ganz schön viel gelabert habe. Und hier ist wieder Batman und Batman 2. Der kann wenigstens durchgucken. Ich fühle mich, als wäre ich gerade erst los. Und gleichzeitig wirkt aber die Erinnerung an mein Ich laufe im Zentrum los komplett weit weg. Also was diese Dissoziation, diese ständige, einem in der Wahrnehmung noch mal mehr kaputt macht, als so schon in der fehlerhaften menschlichen Wahrnehmung, ist krass. Deswegen kann ich es gerade auch nicht einordnen. Bin ich jetzt schon lang unterwegs? Bin ich kurz unterwegs? Wann habe ich denn die letzten Jahre die erste Pause gemacht? All das? Ich habe keine Ahnung. Freunde, jetzt gerade wird es komisch. Es ging doch so gut los. So, Freunde, und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gemacht habe. Also, hier von der Leipziger Straße, ich kann es euch auch nochmal zeigen, weil das funktioniert ja inzwischen, bin ich hier nach hinten gelaufen. Krass, man kann sogar mit Google Street View hier hinterlaufen. Das finde ich heftig. So, zeige ich euch. Mal sehen, wie weit wir kommen. Das finde ich wirklich sehr interessant. Wir kommen bis hier hinter, bis hier hinter, bis hier hinter. So, hier an der Stelle habe ich euch gesagt, Freunde, meine Füße tun weh und ich reibe mir gerade Blasen. Und dann sind wir natürlich da weiter nach hinten gegangen. So,
Ich richte jetzt mal noch nicht nach Norden aus. Ja, hier ist die Waldpanikstraße. Hier gehen wir rein in die Waldpanik. Und jetzt richten wir wieder nach Norden aus. Kommen, na, wir richten mal so aus, dass es nachvollziehbar ist. Ja, wir gehen nach unten durch den Wald und kommen hier. Und jetzt richten wir nach Norden aus. Bei der Unterführung raus, wo ich Bub to the Tub gesungen habe, ja? Und warum auch immer, aber wahrscheinlich, weil hier ja der Knick nach unten geht, wobei ich mich eigentlich immer an der sichtbaren Straße orientiere, aber auch das ja nach Süden geht, habe ich mich letztes Jahr entschieden, diesen Weg hier im Übrigen sieht man nicht, dass ich nach Nordosten laufe. Letztes Jahr im Dunkeln. Dann kommen wir hier an der Gabelung raus, die ich euch gezeigt habe, wo ich dann hier hoch zu Burger King gelaufen bin und hier nach links den Weg entlang. An welcher Stelle ich mich letztes Jahr im Dunkeln dann entschieden habe, zur Hauptstraße zu wechseln und durch Röhrsdorf, was es im Übrigen auch hier schon ist, über die Hauptstraße zu laufen, weiß ich nicht. Fakt ist, ich bin ja an der Firma Wackler vorbei, wo dieses Männlein steht letztes Jahr. Und ich gesagt habe, ich erinnere mich nicht an dieses Männlein. Und an dem bin ich dieses Jahr ja nicht vorbei. Das heißt, ich war dieses Jahr noch hier unten auf der Seitenstraße. Und das waren all diese Momente, an die ich mich nicht erinnert habe. Irgendwann dann, ihr seht es im nächsten Clip, bin ich aber hoch zur Hauptstraße gestoßen. Wahrscheinlich exakt hier. Denn als nächstes treffen wir uns am Orientierungspunkt Kugelbrunnen, den ihr gut kennt, denn da bin ich bisher immer dran vorbeigekommen. Und die Frage, wo denn jetzt meine Autobahnstraße ist, lässt sich auch ganz einfach beantworten. Vorletztes Jahr, als ich im Hellen gewandert bin, bin ich eben, wahrscheinlich weil ich vorher nochmal gegoogelt habe oder vielleicht sogar an der Stelle gegoogelt habe, hier links abgebogen, wissend, dass ich diesen Weg an der Autobahn entlanglaufen kann. Und an diesem Weg, an der Autobahn entlang, gibt es hier oder gab es, ich weiß es ja nicht, ob es das noch gibt, irgendwo so einen Spot, den ich hier links ins Gebüsch reingehen kann. Vielleicht war es auch rechts. Und das wäre der perfekte Pausenspot gewesen. Da wollte ich meine Pause machen. Wäre dann hier hoch und dann nämlich hier auch bis zur Hauptstraße und die weiter entlang gelaufen. Aber das habe ich dieses Jahr eben nicht gemacht. Es kann sogar sein, dass ich den kompletten Weg weiter, also hier weiter, die Straße entlang und hier irgendwo dieser Spot war. Aber ihr seht, das wäre eine richtig zeitige und gute und wichtige Pause gewesen, bei der ich meine Flipflops hätte wechseln können. Stattdessen hing ich wieder mal in Röhrsdorf fest. Und wie es weitergeht, seht ihr jetzt. Freunde, ich kann es euch nicht zeigen, weil da gerade zwei junge Typen hingeradelt sind. Es nervt mich, weil das ist ja wirklich immer mein erster Stopp. Aber auf dem Ultraweitwinkel von hier könnt ihr es gerade so, nee, könnt ihr nicht sehen. Da ist der Brunnen mit der Kugel. Das finde ich, warum müssen die gerade jetzt da hinfahren? Das heißt, ich bin tatsächlich hier rausgekommen, wo ich immer bin. Aber ich bin definitiv einen anderen Weg gegangen. Und ich weiß wirklich nicht, wann genau ich zu diesem Autobahnweg komme. Das ist doch völlig, völlig absurd, ey. Und jetzt kriegen wir wirklich ein Problem. Und das nervt mich wirklich, dass die Schultern, der Nacken nicht mein Problem sein würde, sondern die Füße. Das ist wirklich, deswegen muss ich es nochmal sagen, die Überraschung des Tages. Und der Schmerz ist tatsächlich jetzt so hoch, dass ich jetzt Pause machen müsste. Und ich jetzt Angst habe, dass ich nach meiner Pause nicht mehr weiterlaufen kann, weil der Schmerz zu groß ist. Natürlich, an den Füßen, wo viel Hornhaut ist, kann man Schmerz trotzdem gut ignorieren. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache ist. Und jetzt kommt's. Wir sind in Röhrsdorf. Und ich meine mich jetzt doch zu erinnern, dass nach dem Kugelbrunnen Röhrsdorf, welches sich ja nach Westen und zum Teil dann immer südlich zieht, worüber ich mich ja schon oft genug deshalb aufgeregt habe, sich immer aus Perspektive des Wandernden, also meiner Perspektive, extremst lang gezogen hat. Das ist doof, weil mitten in Röhrsdorf möchte ich keine Pause machen. Das heißt, jetzt gerade läuft absolut nichts mehr nach Plan. Und ich bin genervt, dass ich nicht an der Stelle, die ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, meine erste geile Pause mit einem Zwischensnack, einem kühlen Schluck, einem warmen Schluck Wasser machen kann, sondern ich jetzt hier mich mit Blasen an den Füßen und mit sinkender Lust und Laune durch dieses viel zu lange Drecksdorf quälen muss. Fuck it, Freunde.
so von jetzt gerade passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Mein mentaler Zustand hat sich irgendwie schlagartig geändert, weil ich trotzdem irgendwie noch im Lauftrott bin und sich die Zeit nicht so lang anfühlt, wie sie eigentlich ist. Wobei ich, retrospektiv betrachtet, ja wirklich erst 2 Stunden unterwegs bin. Ich fange gerade an, drüber nachzudenken, wie schön es wäre, reich zu sein. Sehe hier Männer oder Menschen in ihren Häusern und denke so, oh, ich hätte auch gerne ein Haus mit einer Garage, da ist mein Zeug drin und irgendwie frei sein. Dann fällt mir wieder ein, aber irgendwie bin ich ja so depressiv und selbst wenn ich frei bin, bin ich ja schlecht gelaunt und mache nicht das, was ich will. Ja, aber dann, wenn ich reich wäre, dann sind wir schon beim nächsten Punkt, dann könnte ich eine Weltreise machen. Und irgendwie werde ich ganz wehmütig, was mein Leben angeht, auf einer Ebene, die ich eigentlich schon längst abgehakt hatte. Und ich weiß gerade nicht, ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Fakt ist, ich werde meine Pause richtig genießen und meine Mutmaßung, dass ich bis heute Abend nichts essen werde, war völlig falsch. Ich habe jetzt richtig Appetit und Hunger auf mein trockenes Brot mit Geflügelfrikadellen und Knacker und Paprika und habe ein bisschen Angst, dass mein Essensvorrat zu klein ist, um bis morgen früh zu reichen. Naja, ich bin gespannt, ob ich heute noch an diesem Autobahnfeldweg ankomme. Lol. Oh Gott, Freunde, das hatte ich ja komplett vergessen, dass ja direkt auf Röhrsdorf dieses Kack-Kendlerdorf folgt und ich da jetzt auch noch durchlaufen muss. Ich bin im Übrigen inzwischen sicher, dass es wirklich bereits Blasen sind. Ja, nicht nur von der Schmerzintensität her, sondern auch vom Gefühl, dass quasi die Haut, auf die ich trete, hin und her rutscht. Und weil ich nicht ganz weiß, ob ihr eben verstanden habt, was ich sagen wollte und ich gerade eben schon angefangen habe, als die Kamera aus war, wartet kurz, steckt der ein in sein Auto. Das ist ja übertrieben peinlich, ey. Komm, steig ein und lass mich in Ruhe filmen. Zieh durch, Simon, es ist egal. Du siehst diesen Mann nie wieder und der kennt dich nicht und du kennst ihn nicht. Ja, als die Kamera aus war, habe ich ein Selbstgespräch angefangen, als würde ich ein Voice-Over aufnehmen und euch nochmal erklären, was ich eben meinte und dachte dann, ja, ist ja Quatsch. Entweder nimmst du das Voice-Over auch auf oder du hältst halt einfach dabei die Kamera auf dich. Wobei ich tatsächlich das Gefühl habe, ich spreche anders, wenn die Kamera vor mir ist, als wenn ich ins Voice-Over spreche. Das ist absurd. Der cheesy Spruch, Geld allein macht nicht glücklich, stimmt ja, weil Glück von innen kommt. Und wenn du natürlich mit einer Depression, die dein Leben vollkommen im Griff hat, in einen Zustand gehst, der plötzlich von außen in viel, viel besser ist, löst das ja aber nicht plötzlich deine psychische Krankheit auf, ja? Sondern du bist dann zwar reich und hast viele Möglichkeiten und dein Leben wird unabstreitbar definitiv besser, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste und gleichzeitig es schaffen würde, aber privat Dinge zu etablieren, die einer Arbeit gleich kämen, also auch nicht in ein Motivationsloch fallen würde, sondern machen könnte, was ich wollte und das auch tun würde, wäre natürlich meine Depression viel leichter zu ertragen. Das wissen wir alle. Aber nicht ohne Grund gibt es so viele Prominente, die irgendwelche psychischen Probleme haben, weil eben Geld allein nicht glücklich macht und die psychische Erkrankung nicht heilt. Ja, das Einzige, was die Depression heilen kann, ist sich in den Griff bekommen und durch Meditation seine Synapsen neu zu verknüpfen. Da ein Symptom der Depression, okay, also ich habe definitiv Blasen, Alter. Oh, wie sich meine Haut da unten hin und her schiebt, ist ekelhaft. Ein Symptom der Depression ja ist, komplett motivationslos zu sein und eben nicht aus dem Arsch zu kommen. Ja, schafft man es dann aber eben nicht, regelmäßig zu meditieren. Selbst wenn man direkt spürt, dass alles besser wird, wenn man es tut. Und dann heilt man sich eben nicht selbst. Darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, weil das wisst ihr alles schon. Das habe ich oft genug thematisiert. Tut mir leid, dass ich jetzt auch auf meiner Wanderung langweilige Scheiße erzähle. Aber aufgrund dieses Wissens und der tiefen Verankerung dieses Wissens hat mein Gehirn in den letzten Monaten, im letzten Jahr eigentlich aufgehört damit, diese abstrusen Zukunftsfantasien zu spinnen und zu denken, ach, wenn ich doch reich wäre, ach, wenn ich doch eine Weltreise machen würde, ach, wenn ich mich durch die Welt vögeln würde, ach, wenn das, wenn dies, wenn jenes. Und jetzt gerade war das erste Mal wieder so, dass mein Gehirn quasi vergessen hat, dass es für den Moment unheilbar krank ist und diese Zukunftsfantasien sich wieder richtig gut angefühlt haben, weil es davon überzeugt war, die könnten Realität werden. Und das ist in diesem Moment ja ein positiver Zustand. Deswegen sagte ich, es passiert gerade mehreres gleichzeitig, weil ich mich irgendwie gut gefühlt habe, in aber einer Fantasie, die fiktiv ist und von der ich weiß, dass dadurch, dass sie ja noch gar nicht da ist, ich mich im Hier und Jetzt dadurch eigentlich schlechter fühlen müsste. What the fuck? Ich muss aufhören, what the fuck zu sagen. Finde ich auch richtig peinlich, Freunde. Ah, nee. Ich muss nochmal betonen, ich bin noch auf keiner Wanderung an so vielen Kühen und so vielen Pferden vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, warum die dieses Jahr so aktiv draußen stehen. Und ich muss definitiv nach Kendall
Händler eine Pause machen. Und ob ich heute noch weiterlaufen kann, steht wirklich in den Sternen. Und das ist wirklich der Wahnsinn, weil sagen wir, ich laufe jetzt noch eine Dreiviertelstunde weiter, dann bin ich statt den angekündigten 2 Stunden eben 3 Stunden unterwegs. Und mache dann wirklich mein Nachtlager? Was mache ich, bis ich... Warum ist die GoPro jetzt ausgegangen? Wieso bitte ist die GoPro jetzt ausgegangen? Moment, ich... What the fuck? Ihr wollt mich jetzt... Okay, also entweder kriegt ihr das jetzt gerade wirklich als Voice-Over, weil die GoPro... Die GoPro hat das Video nicht aufgenommen? Wieso? Was passiert hier? Hä? Okay, ja, hier bin ich. Die GoPro hat das letzte Video nicht aufgenommen. Ich glaube, auch das Problem hatte ich letztes Jahr. Beim Joggen ist das witzigerweise noch nicht passiert. Gott sei Dank, boah, bin ich froh, dass ich das Teil mit habe. Halleluja, Freunde. Moment, wir waren stehen geblieben bei, was mache ich, bis ich einschlafen kann? Aufgrund der 2 Energies werde ich vor 0 Uhr nicht schlafen. Selbst wenn ich bis 18 Uhr weiterlaufe, bleiben 6 Stunden übrig. Was soll ich 6 Stunden lang machen, wenn meine Füße bestimmen, dass ich heute nicht weiterlaufen kann? What? Was wird das denn? Leute, soll ich hier hintergehen? Da ist ein Schild, da steht zum Sportplatz. Da ist es kein Sackgassenschild da. Das heißt, es muss ja da hinten weitergehen. Das Problem ist, nee, beim Sportplatz sind safe Leute. Also ich kann definitiv nicht mehr weiterlaufen, Freunde. Ich muss unbedingt Pause machen. Aber ich werde hier natürlich nicht mitten am Rand irgendwo mich hinhocken. Und dieses verschissene Kackdorf zieht sich schon wieder so unendlich weit, Freunde. Das ist eine Tortur. Und auch jetzt hört meine Erinnerung auf. Was ist das da für ein Schild? Ich erinnere mich nicht, hier jemals langgelaufen zu sein. Wie kann das denn sein? Was ist denn los dieses Jahr? Jetzt kriege ich schlechte Laune, Alter. Boah, fuck it. Weil jetzt muss ich mich weiter zwingen, was aber die Blasen natürlich so exorbitant macht, dass mein morgiger Tag langsam auf dem Spiel steht. Große Kreisstadt Limbach-Oberfrohna. So, das habe ich mir gedacht. Weil das war natürlich vorhin schon ausgeschildert, ja? Problem an der Sache ist, dass ich weiß, also ich weiß inzwischen, wo mein erster Pausenspot war, wo ich sonst auch nach circa, bild mir ein, 2,5 Stunden war. Aber jetzt sind 2,5 Stunden um. Bin ich da sonst auch immer weitergelaufen? Weil dort an diesem Park, an der Parkbank, da habe ich immer meine Pause die erste gemacht. Aber jetzt gerade kommt es mir viel weiter weg vor. Vor allem wissend, dass ich jetzt in Limbach-Oberfrohna ankomme und noch ein ganzes Stück gehen werden muss, um bis zu diesem Park zu kommen. Fuck it! Na toll, und jetzt bin ich beim Kaufland, was mir aber absolut nichts nützt, weil ich habe ja Essen eingepackt. Klar, ich könnte da jetzt reinsteppen, was für meine Füße allerdings ein extremst übermächtiger Umweg wäre, um mir irgendwas Geiles zu holen. Einen Joghurt mit Dosenobst zum Beispiel. Ich finde es so krass, schon seit ich losgelaufen bin, denke ich an Joghurt mit Dosenobst. Und das wird für die Sommerferien wieder mein Go-To-Frühstück sein. Was nicht schlimm ist, aber ich verstehe nicht, warum ich das jetzt ein Jahr lang quasi nicht gegessen habe. Obwohl ich letztes Jahr schon dachte, boah, Naturjoghurt mit Dosenobst. Beste Erfindung überhaupt. Ich laufe weiter und ich habe es mir geschworen, am nächsten Spot, der halbwegs menschenleer ist, der sich irgendwie für eine Pause eignet, muss ich Pause machen. Problem an der Sache wird sein, wenn ich dort Pause mache, muss ich dann nochmal irgendwo weiterlaufen, um mein Schlaflager aufzuschlagen. Ich habe keine Binden mit, Freunde. Und meine Fußsohlen vorne fühlen sich an, als müsste ich sie verbinden, um weiterlaufen zu können. Wenigstens erinnere ich mich an diesen Weg. Ach nee, Quatsch. Ich bilde mir ein, ich bin immer auf der rechten Seite von Kaufland lang gelaufen. Und nicht auf der linken Seite. Was ist denn los? So, hier ist er, mein scheiß Park. Hieran erinnere ich mich jetzt auch wieder ziemlich genau, dass ich hier rauskomme. Jetzt noch ein Stück nach vorne latsche, bis zum Parkeingang. Und dann setze ich mich auf meine scheiß Parkbank und mache die Pause meines Lebens. Und wo ich heute schlafe und wie ich da hinkomme, steht in den Sternen, Freunde.
Leute, es kotzt mich so an. Von dort komme ich, jetzt bin ich hier plötzlich auf diesem Waldweg. Dass ich nicht da an der Hauptstraße, war das die Chemnitzer Straße, ich glaube? Oder ist ja auch egal. Dass ich nicht direkt daneben meinen Park vorfinde. Das hat mich letztes Jahr schon überrascht. Daran erinnere ich mich. An diesen Weg hier erinnere ich mich nicht. Ich sag mal so, das ist gut, dass ich in einem Wäldchen bin. Weil hier zwischen dem Gestrüpp irgendwo mein Lager aufzuschlagen, ist erstens cool. Zweitens hätte ich dann halt auch was zu tun, weil dort ein bisschen frei treten, frei schneiden, mein Tarp aufbauen und so weiter und so fort. Klingt nach einem coolen Lager. 6 Stunden kriege ich damit trotzdem nicht tot, aber ich wäre definitiv ungestört. Kontra, ohne Zelt, mitten im Wald, wo sämtliche Waldmäuschen, Falken, Rehe, Wildschweine und alles durch mich angelockt werden und mich heute Nacht dann überraschen, stelle ich mir nicht so geil vor. Das ist aber gerade wirklich das punktuelle Thema meiner scheiß Videos ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, wo es lang geht. Das nervt mich wie Scheiße. Ich habe überlegt, ob ich absichtlich einen anderen Weg laufe. Dass ich erst irgendwie ganz weit nach Westen laufe oder erst irgendwo woanders nach Norden, sodass ich gezwungen bin, einen anderen Weg zu gehen. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich dachte, es entspannt mich. Wartet, Freunde. Hier war ich. Süß, das Mädchen wartet. Es wird nicht besser, Freunde. Zu viele Menschen hier. Das Mädchen, was mit ihrer Mama und ihrem Papa an mir vorbei ist eben, hat, als es bei dieser Mini-Brücke ankam, mit diesem Bächlein gesagt, so Papa, genau hier war ich, genau hier. Und ich glaube, genauso war ich als Kind auch. Wo ich als Kind nicht war, ist in diesem fucking Wald, den ich nicht wiedererkenne und ich nicht weiß, wo ich hin muss. Da drüben ist auch ein schönes Waldtippi, Holzbaum, wie nennt sich das, Ästetippi. Wo zum Fick bin ich? Wo ist mein Park? Wieso weiß ich, hä? Freunde, wenn ich sonst wirklich rechts von Kaufland runtergelaufen bin, aber ich bin doch durch diesen Tunnel durch, vielleicht gibt es den davor auch. Weil jetzt bin ich doch hier in dem Wäldchen, wo ich an dieser Jugendherberge vorbei laufe. Das ist doch, hier bin ich doch. Aber da bin ich doch schon an meinem Pausenspot vorbei, weil nach diesem Wäldchen komme ich doch am Stromfeld raus. Freunde, was ist denn dieses Mal los? Wieso finde ich meine Spots nicht? Und mache ich jetzt hier mittendrin Pause wirklich? Soll ich jetzt wirklich hier zwischen die Fahne stapfen? Okay, ich laufe bis zur nächsten Parkbank weiter, okay? Bis zur nächsten Parkbank, Freunde. Könnt mir nicht sagen, dass ich jemals durch dieses hohe Gras gestapft bin, wo mich die Zecken nicht nur unten rum, sondern auch direkt am Arm befallen. Noch nie bin ich hier lang. Wie komme ich hierher, wenn ich gerade straight nach Norden laufe? Nee, der Weg ist hier jetzt nicht vorbei. Nee, stopp. Haltet ein, Freunde. Haltet ein. Wenn der Weg jetzt hier vorbei ist, raste ich aus. Also, beziehungsweise, dann habe ich meinen Pausenspot gefunden. Hier vorne geht noch ein Stück Trampelpfad weiter. Ich war hier noch nie. Wie kann das sein? Wo zum Fick bin ich? Wie komme ich hierher? Wie kann ich mich von Kaufland, erst vom Kugelbrunnen, wo ich wusste, wo ich war, dann von Kaufland. Ich bin noch nie hier an diesem Feld rausgekommen. Doch, bin ich schon mal. Da ist ein Hochsitz. Auf dem Hochsitz mache ich jetzt Pause, Freunde. Und auch wenn es mir in der Seele wehtut, weil bei der Pause poste ich ja eh eine Insta-Story, ja, werde ich dann natürlich, wenn mein Handy angeschaltet ist, googeln, wo zum Fick ich gerade bin, wie ich hierher gekommen bin und wo der scheiß Limbach-Oberfrohnaher Park ist und meine Parkbank, wo ich eigentlich hin wollte. 1 Milliarde Zecken springen gerade auf meine Beine. Alter Verwalter, was für eine Scheiße. Also das ist wirklich das Absurdeste. Ich kann es nicht einordnen und es regt mich auf und das ist für mich kein Abenteuer, sondern das ist frustrierend. Das gibt es nicht, Freunde. Das gibt es absolut nicht. Ich hoffe, da oben gibt es weniger Mücken und Fliegen, damit ich in Ruhe essen kann. Oh, Freunde, was? Nee, es ist jetzt so völlig absurd. Das ist so völlig absurd. Auf geht's, ab geht's. Hoffentlich sitzt hier keiner, der mich erschreckt. Ein Fuchs oder sowas? Nee, kein Fuchs hier, nur ein Schmetterling. Der geht direkt. Ah, und ein Spinnennetz. Freunde, erste Etappe geschafft. Da drüben ist die Autobahn. Also kommt mein Autobahnweg vielleicht doch noch. Ich checke nichts mehr. Peace out. So, Freunde, und auch hier möchte ich aufklären, einfach auch für mich, damit ich es mir vielleicht einfach beim nächsten Mal merke, denn ich hatte letztes Jahr schon das Problem, dass ich, nachdem ich hier, Kaufland, ihr seht's, runtergelaufen bin, nicht mehr den Weg in den Park gefunden habe. Wisst ihr warum? Weil der Weg in den Park hier ist. Da ist
der kleine Trampelpfad und hier dahinter steht eine kleine Bank, wo ich beim vorletzten Mal Pause gemacht habe. Aber bereits letztes Jahr lief ich, entgegen meiner Meinung, links am Kaufland nach unten und bin dann durch diese Unterführung hier vorne auf diesen Weg gekommen, den ich dann weitergelaufen bin. Letztes Jahr bin ich dann zum Fußballplatz abgebogen, weil ich nicht in den Wald rein wollte, weil ich, wie gesagt, letztes Jahr auf gar keinen Fall östlich laufen wollte. Dieses Jahr bin ich gleich einfach hier lang. Und wo ich rausgekommen bin, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal, hier. Oder, Freunde? Ist das, wo ich rausgekommen bin? Das muss es doch sein. Hier muss mein Hochsitz stehen. Kann man ihn sehen? Na klar, das da ist er doch. Das ist doch mein Hochsitz, denn ich bin straight in den Wald rein, geradeaus, bis es nicht mehr weiterging. Nordöstlich, 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 weil diesmal, warum auch immer, Nordosten für mich kein Problem war. Bin hier rausgekommen, wo der Weg ja dann zu Ende war. Hier ist er ja nicht mal mehr eingezeichnet und bin hierher. Warum hier allerdings laut Google ein Weg eingezeichnet ist, das ist schon ganz schön frech. Denn wie ihr gesehen habt, da war kein Weg. Ja, Ende. Die Jugendherberge wiederum, die ist hier drüben, ja, Freunde, hier ist die Jugendherberge. Das heißt, ich bin dann das letzte Mal wahrscheinlich hier links abgebogen, hier durch, hier lang, irgendwie in den Wald rein, an der Jugendherberge vorbei und hier dann am Stromfeld rausgekommen. Denn hier ist es, das Stromfeld. Also diese 3D-Ansicht ist echt der Wahnsinn. Da seht ihr es. Ja, dieses Mal dachte ich aber eben, nein, ich laufe nach Nordosten. Ja, so kam das zustande. Blip. So, ihr seid live dabei, wenn ich mir meine Blasen angucke. Euch zeige ich sie dann, wenn ich das Handy anhabe. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das auf der GoPro seht, wie krass die schwarze Farbe von den Flipflops abgefärbt hat. Es sind noch keine erhabenen Blasen, logischerweise, weil ich ja die ganze Zeit drauf gedrückt habe. Es konnte sich ja also noch gar keine Flüssigkeit drin sammeln. Deswegen denke ich, wenn ich jetzt hier eine Stunde Pause mache oder länger, was ich vorhabe, und ich bin echt schon am Überlegen, ob ich einfach hier schlafe. Erstens, regengeschützt. Es soll zwar heute Nacht nicht regnen, aber Punkt. Zweitens, weit oben, also tiergeschützt. Ich brauche keine Angst vor raschelnden Scheißfickern haben. Ja, ich muss in Kindchenstellung schlafen, also eingerollt wie ein Embryo, aber ich glaube, ich habe mich schon echt entschieden, hier zu schlafen, Freunde. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger. Ja. Oropax habe ich dabei. Okay, das dazu. Ich werde erst essen. Ich werde erst meine Grundbedürfnisse stellen. Also, okay. Nee, wir machen weiter Abrechnung. Mein Nacken jetzt, wo er befreit ist, tut natürlich entsprechend weh, wie nach langer Belastung. Also eine ganz normale Überlastungserscheinung für den Moment. Die legt sich hoffentlich, denn Nackenschmerzen in dem Maße, wie ich sie habe, wenn ich mich hier nach links und rechts bewege, ich hoffe, durch den Superweitwinkel seht ihr mich auch, habe ich tatsächlich nicht. Das ist schon mal sehr gut. Ja? Ja. Muss ich noch was sagen zum Abrechnen? Ich glaube nicht. Jetzt gerade finde ich es gut, dass ich hier gelandet bin, weil das ist ein geiler Pausenspot, Freunde. Alles irgendwie absurd. Guck mal, Freunde, hier ist sogar einfach ein loses Brett. Das war gerade eben noch hinter mir und ich habe es jetzt einfach hier weggenommen und dahin getan. Das macht es ja für meine Übernachtung noch besser, weil dann sieht es von Weitem halt so aus, als wäre hier halt ein Brett davor, aus welchem Grund auch immer. Und ich kann es jetzt theoretisch als Tisch benutzen. Finde ich auch ganz okay. Ja, und jetzt seid ihr live dabei, wie ich meinen ersten Schluck Wasser nach 3 Stunden trinke. Boah, Freunde, das tat gut. Ich hatte noch auf keiner Wanderung so einen krassen Hunger. Noch nie. Ich hatte immer das Gegenteil, dass ich absurderweise keinen Hunger hatte. Das ist wie Burger King gerade. Mega.
Okay, jetzt kriegen wir alle Probleme, die man in der Situation haben kann. Ich sitze seit wie vielen Minuten hier? 10, 11, 12? Mir wird kalt. Obwohl ich hier windgeschützt bin, zieht natürlich der Wind durch die Ritzen und mir wird kalt. Lasst mich raten, wie warm es aktuell noch ist. 20 Grad, 21 Grad. Und ich werde jetzt meinen Pullover anziehen für meine Pause. Ja, ich habe noch einen Schlafsack mit. Aber ich weiß ja aus der Vergangenheit, selbst im Zelt, ja, ich bin hier vom Boden weg. Es kommt auch keine Bodenkühle hoch. Aber ich bin gerade nicht optimistisch, dass ich heute Nacht ohne Bewegung bewältigen kann. Genauso wenig optimistisch bin ich, dass ich weiter laufen kann. Barfuß durch den Schlamm, das wäre nice. Aber da komme ich noch 200 Meter weit. Beziehungsweise bin ich ja hier erstmal am Feld rausgekommen. Versteht das Problem? Scheiße, Freunde. Ey, wenn... Nee, ich kann diese Wanderung nicht abbrechen. Ich sag's euch. Ich kann mich nicht schon wieder blamieren. Ich hab's ironisch im Video ja schon gesagt, also in meiner Insta-Story, dass ich wahrscheinlich morgen schon wieder da bin. Ich hoffe, das war eine Schwebfliege und keine Wespe. Aber das geht nicht, Freunde. Nein, das geht nicht. Ich muss ja nicht weiterlaufen. Ich muss mich ja nur warm halten. Ich wollte ja wandern ohne Ziel. Das heißt, selbst wenn ich 24 Stunden hier bleibe, die Umgebung erkunde, irgendwas schnitze und einfach das tue, was ich möchte, und mein Gehirn besiege, ist das mehr wert, als an der Stelle zu sagen, dann quäle ich mich eben weiter, verpiss dich, du Schwebfliege, bis ich gar nicht mehr laufen kann und fahre dann zurück und bin wieder der Loser der Nation. Das muss ich jetzt nur noch realisieren. Rein intellektuell verstehe ich das natürlich. Aber es ist nicht in mir. Freunde, die Mutlosigkeit und Trauer, die mich gerade überkommt, gleicht von der Qualität her der von Verlust. Deswegen habe ich jetzt gerade auch wieder Gedanken an gestern, ans Tschüss-Sagen, ans Verabschieden von meinem polnischen Mädchen und so weiter und so fort. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht auf einer Wanderung. Und ich kann auch nicht greifen, wo es herkommt. Weil die Vorstellung, weiter zu laufen, selbst wenn ich keine Blasen und keine Nackenschmerzen hätte, denn natürlich jetzt merke ich, also hier, wenn ich hier drauf drücke, dann tut das schon ordentlich weh. Die gefällt mir auch nicht, diese Vorstellung, von wegen, ich würde jetzt weiterlaufen. Es geht fast sogar in diese Richtung Angst. Also entweder kriege ich gerade Psychose. Ey, Mann! Ich wollte, dass das ein schönes Video wird. Das ist doch kacke, aber ich kann es auch echt nicht greifen und deswegen will ich das mit euch besprechen. Da müsst ihr jetzt durch. Ich sitze jetzt hier, mache gleich mein Handy an, google, wo ich bin, dann nehme ich das Video für die Stories auf, dann poste ich das in meine Stories und dann muss ich mich mit mir selbst beschäftigen. Vielleicht ist es auch das. Ich kann, wisst ihr, wenn ich jetzt hier meinen PC hätte, Game of Thrones gucken könnte. Boah, wäre das geil. Hier liegen, aber boah, nee, ich glaube, ist das Heimweh? Reagiert mein Gehirn gerade über? Im Übrigen, ja, ich weiß, ich hasse es selber, wenn ich immer von meinem Gehirn als äußere Instanz spreche und nicht von mir. Aber ich will einfach nur, dass euch das Gefühl näher bringt. Und ich bin mir zu 100% sicher, euch nervt das wie Scheiße. Aber ich kann halt gerade absolut nicht einordnen, was ich... Also es fühlt sich nicht so an, als ob ich etwas fühle. Ich bin gerade eine dritte Instanz, die ganz schwach irgendwo hier baumelt und nicht nachempfinden kann, warum dieser Körper, dieses Gehirn, dieser Mensch, dieses was auch immer, dieses Konstrukt, das fühlt, was es fühlt. Ich fühle mich gerade wie zusammenkauern, zuhalten und hysterisch weinen. Bedingt durch ein ängstliches, mutloses, hilfloses, komisches Gefühl. So, Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich finde auch auf der Google Maps Karte nicht den Park mit der Parkbank. Ich bin scheinbar wirklich einfach zu dumm geworden. Oh Gott, das Brett ist ja lose. Witzig, aber finde ich das da drüben? Scheiße, ich wollte es euch doch zeigen, dann lasse ich es da. Ihr habt es noch gesehen.
da läuft jemand. Und ich habe eben auf Maps gecheckt, ja, dass das mein nächster Weg wäre. Darüber und dann unter der Autobahn durch. Wo mein Feldweg an der Autobahn entlang ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo mein Fehler ist. Das werden wir dann erst alles zu Hause nachempfinden, weil ich werde hier nicht sinnlos Akku verbrauchen. Aber es regt mich auf. So was Dummes. So, Freunde, ihr seht, das Handy ist immer noch an. Erstens, weil ich so viel Statusgelaber gemacht habe, dass ich das Video in 4 Teile teilen musste, manuell vorher, weil ich bilde mir ein, früher hat Instagram, wenn du ein 3-Minuten-Video als Status posten wolltest, automatisch dieses Video in 5 Stories aufgeteilt. Jetzt musst du das vorher manuell selber machen, weil sonst einfach die Story nach 1 Minute zu Ende ist. Richtiger Abfuck, Freunde, egal. Das hat natürlich sehr viel Zeit gekostet. Ich gebe natürlich zu, ich hab's genossen, weil der Einsamkeit wirkt Sucht natürlich entgegen, weil so konnte ich natürlich auch sehen, ah, die ersten haben schon geliked und haben vorhin geliked und so weiter und so fort. Jetzt aber ist wirklich TikTok das Problem. 86%, 85% hochgeladen. Ich habe 13% Akku verbraucht. Das ist krass. Und das Handy wird irgendwie sehr warm. Also ist mir vorhin zu Hause schon aufgefallen. Überhaupt gar nicht, toller Wonder-Content gerade, dass ich euch von meinen medialen Problemen erzähle. Ja, nee. Also logisch ist meine Internetverbindung hier nicht so spektakulär, dass es schnell hochgeladen wird. Ich habe auch vergessen, auf 1080p runterzustellen. Das heißt, es ist ein 4K-Video, 60 Frames per Second. Das war ziemlich dumm. Aber warum das Handy so warm wird, nur weil ich mehrere Videos hochlade, das finde ich irgendwie scheiße. Aber egal, wir können jetzt nicht noch mit dem Google Pixel 8 Pech haben, wenn ich schon mit meinen Flipflops und meinen Füßen Pech hatte. So, 92%, danach schalte ich sofort wieder aus. Ich habe auch keine Sprachnachrichten oder irgendwas angehört, sondern nur meinem Onkel schriftlich geantwortet, weil der etwas geschrieben hatte. Und dem Arnold auch schriftlich geantwortet. Des Kollegen Sprachnachrichten ignoriere ich hier gerade live, wie ihr dabei seid. Immer noch 92%. Was geht denn ab, Freunde? Und dann erkunden wir, glaube ich, erstmal ein bisschen die Gegend. So, da wären wir. Ihr seht, das Handy ist aus. Moment, und jetzt hänge ich mir, damit ich eben ordentlich mit euch sprechen kann und nicht so, wie ich gerade schon verkackt habe, mein Dings hier um, so wie das ursprünglich geplant war. Stecke euch hier rein. Und jetzt kraxeln wir mal los, Freunde. Brille und alles lasse ich hier. Das Brett auch. Au, au. So, und wir testen erstmal hier. Also, ich kann barfuß den Fuß belasten, aber die Druckstellen genau da in der Mitte sind natürlich auch so wirklich schmerzempfindlich. So, da drüben ist ja keine Baumschule, oder? Aber diese in Reihe und Glied gepflanzten. Ja, wir gehen einfach runter, komm. Wobei, da muss ich durchs Gras, ne? Und da drüben ist Acker. Also ich weiß nicht, ob das jetzt übelst sinnlos ist, barfuß hier runter zu gehen. Und dann komme ich gleich wieder runter. Hoch, Freunde. Ich habe keine scheiß Ahnung. Meine Zurechnungsfähigkeit gerade gesunken. Und tatsächlich muss man sagen, das Highlight letztes Jahr war natürlich wirklich meine Fotosessions. Ja, auch wenn mich das Nachbearbeiten gestresst hat und dann dieses, ach, das will ich noch posten, das will ich noch posten. Ach, ich habe heute schon Bilder gepostet, dann poste ich es eben im Abstand von jeweils einem Tag. Irgendwann dann hat man keine Lust mehr. Das hier im Übrigen mag ich auch nicht. Ja, meine Kriechspindel hat es ja momentan überstanden. Wobei, heute habe ich noch ein Blatt weggewischt, was es abgeweht hatte und da war auch noch weißer Belag drauf. Egal. Also im Endeffekt merkt ihr, stresst mich so wie... Was war das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Im Endeffekt stresst mich sowieso trotzdem eh immer alles. Aber jetzt schon ein paar Mal, so wie jetzt gerade, ne, so ein Foto im Hochsitz wäre natürlich einfach cool. Ja, so, jetzt gucken wir mal. Also hier, aber genau das ist ja das, was ich die letzten Male auch dann gecheckt habe. Ab dem Moment, wo ich am See angekommen war, bin ich in dem Modus, ja, und was soll ich jetzt hier machen? Als ich im Naturschutzgebiet war, wusste ich, ich will ja einfach dort bleiben und campen. Und hatte ja auch nicht die Angst, es könnte jemand kommen und mich wegscheuchen, weil da war ich ja einfach unbefangen. Jetzt ist es ja so, hier habe ich kein Ziel erreicht, an dem ich bleiben möchte. Also, ne, ich werde ja jetzt nicht hier 4 Tage campen. Deswegen ist jetzt dieser Zwischenzustand total sinnlos und die Vorstellung, jetzt einfach hier nur zu warten, bis ich schlafen kann, um dann morgen trotzdem unter Schmerzen weiterzulaufen, ist kein befriedigender Zustand. Ja, entspannen kann ich so oder so nicht. Auf Lesen habe ich natürlich gar keinen Bock und meditieren, ja, bin ich, ach komm, ihr kennt das Problem.
Ja, das heißt, ich bin halt jetzt in diesem Zwischenzustand. Und als ich eben gegoogelt habe, wo ich weiter langlaufen müsste, wenn ich jetzt weiter, ne, das meine ich mit, die Bäume stehen in Reih und Glied hier, seht ihr ja, ist das eine Baumschule? Werden die gefällt? Oder ist hier der Borkenkäfer? So, gehen wir also zurück, weil hier komme ich eh nicht durch. Ja, auf der Karte zu sehen, dass da drüben der Weg ist und ich dann über die Autobahn komme und dann nach oben nach Hartmannsdorf laufe, hat tatsächlich dieses Gefühl wettgemacht. Das heißt, mein Problem gerade ist, dass ich nicht weiterlaufen kann. Und eben, naja, also ich glaube, ihr habt es verstanden, was ich meine. Hier im Übrigen schöner Roggen. Ich hoffe, es ist Roggen. Das ohne Haare ist doch Roggen, oder? So, und sehr viel mehr gibt es jetzt hier auch nicht zu erkunden. Doch, wir laufen jetzt nochmal hier vor, weil der Weg, wie gesagt, ist da drüben. Ah, jetzt seht ihr es auf dem Superweitwinkel. Wow, ich unterschätze den Superweitwinkel aber auch immer. Also da drüben fährt gerade ein Fahrradfahrer. Und die Frage ist, jetzt komme ich hier vorne. Also hier Barfußlaufen im Übrigen geht relativ gut. Ne? Also es ist, der Druck ist da, der Schmerz ist da. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu gehen mit Flipflops. An die Zecken denken wir einfach nicht. Oh Gott, da dürfen wir wirklich, ich will nicht wieder eine Zecke im Sack haben. Ey. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Boah, aber auch diese Wanderung, die ich wegen der Zecke abgebrochen habe, ist in meiner Erinnerung die allerbeste Wanderung, die ich je hatte. Das ist, Mann! Na klar, weil da noch alles besonders war. Die allererste Wanderung habe ich abgebrochen. Und das war ja die zweite Wanderung. Das heißt, das war die erste richtige Wanderung. Und dann kam das erste Mal Campen im Naturschutzgebiet. Das war halt auch sehr besonders, weil es das erste Mal Campen im Naturschutzgebiet war. So, und jetzt wissen wir es. Hier geht nämlich kein Trampelpfad lang. Hier zum Hochsitz natürlich. Das heißt, ich muss dann erst wieder das ganze Stück zurück, bis der Weg dann die Gabelung nach rechts hat. Und dann kann ich nach Hartmannsdorf laufen. Denn ich werde das Handy jetzt natürlich nicht nochmal anschalten und gucken, was für eine andere Option ich hätte. Dann gehe ich eben jetzt doch einen anderen Weg und verlasse mich auf den Kompass. Und jetzt, Simon, entscheide dich. Was tust du? Ich habe mich schon entschieden. Ich lüge euch hier die ganze Zeit was vor. Ich werde jetzt meinen Rucksack komplett auspacken, sodass ich an meine Fundament-Flipflops rankomme. Werde testen, ob ich mit denen und dem Druck, dem veränderten Druckgefühl weitergehen kann und werde weitergehen. Aber das ist doch scheiße. Na, doch, eigentlich, ich musste mich ja nicht mal zwingen, eine Pause zu machen. Und ich habe ja sogar eine relativ lange Pause gemacht, Freunde der Sonne. Ich bin zwar die ganze Zeit am Konsumieren, egal ob ich jetzt mit euch rede oder eben mit dem Handy. Das heißt, Pause im Sinne von, ich bin jetzt mal hier, ich nehme jetzt mal wahr, ich bin ein Mensch, ich bin nicht dissoziiert, lebe, lebe, lebe. Warum schaffe ich das nicht? Warum stresst mich dieser Gedanke? Das kann doch nicht sein. Boah, ey. Boah, fuck it, Freunde. Ich müsste mich jetzt eigentlich zwingen. Ich müsste mich jetzt zwingen, hier die Nacht zu verbringen. Ja, und krass auch, dass ich euch gar nicht angucke die ganze Zeit, sondern stur geradeaus gucke. Das ist ja noch eine ganz neue Form der Dissoziation, dass ich nicht mal mit euch rede direkt, sondern einfach in meinem Tunnel bin. Ah, fuck it, Freunde. Wir werfen eine Münze. Ich sag's euch. Nee, ich habe mich entschieden. Wir testen die Flipflops. Vielleicht klappt's ja mit den blauen Flipflops auch nicht besser. Und dann, ja, habe ich eh keine Wahl. Also klar, ich kann noch ein bisschen barfuß weiterlaufen, aber halt auch nur auf Waldweg. Und wenn der Wald zu Ende ist, dann muss ich am Ende doch meinen Tarp aufbauen. Das wäre jetzt natürlich nice. Ne? Der Hochsitz macht es mir gerade irgendwie auch kaputt, weil wenn ich jetzt hier drüben meinen Tarp aufspannen würde und alles vorbereiten würde für eine Nacht im Wald, dann hätte ich jetzt durchaus noch anderthalb Stunden was zu tun. Dann wäre es 21 Uhr, grob geschätzt. Und dann könnte ich mir einreden, komm, das mit dem Schlafen klappt schon. Das Leben ist kein Wunschkonzert, kein Kinderschlecken, nee, wie heißt es? Zuckerschlecken und kein Kinderspiel. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe mich entschieden. Ich saß jetzt hier nochmal, gefühlt 5 Minuten, vielleicht waren es auch nur 3,5. Weil ich gerafft habe, dass das Brett hier zum Sitzen da ist. Denn es passt hier perfekt drauf. Ich finde es auch krass, dass das, also ich hier perfekt mit gestreckten Beinen sitzen kann. Und als erstes habe ich angefangen zu klatschen.
und bin so voll abgetaucht. Und so nach anderthalb Minute klatschen, ich so, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Ich checke, dass das Brett zum Sitzen ist, setze mich hin, lege meine Hand auf den Oberschenkel, merke, das klatscht, fange an zu klatschen und klatsche erst mal zwei Minuten. Warum? Also habe ich aufgehört zu klatschen. Und Entschuldigung, vielleicht sollte ich das dieses Jahr nicht meine Wanderung 2024 nennen, sondern, oh, da ist ein Jogger. Sehr gut macht er das, ich bin stolz auf ihn. Sondern meine spirituelle Reise, wobei noch bin ich nicht spirituell, meine psychische Reise. Ah, oh Mann, Freunde. Und habe jetzt versucht, mal da zu sein. Schaffe ich nicht. Warum schaffe ich es nicht? Erstmal, weil ich scheiß Augen habe. Das heißt, das Gefühl des Ich bin's da definieren wir ja über unsere Wahrnehmung. Und wenn ein Organ der Wahrnehmung schon mal versagt und du die ganze Zeit nur auf stumm geschaltet, wollte ich sagen, auf unscharf geschaltet guckst, dann fehlt dieser Teil der Wahrnehmung ja schon mal, ja? Dann fehlt dieser Teil der Wahrnehmung ja schon mal. Wenn ich jetzt diesen Baum hier angucke, neben mir, dann kann ich den angucken und wahrnehmen, ohne dissoziiert zu sein. Dazu muss ich aber meine Augen anstrengen. Und wenn mein Körper das aufgrund meiner Weitsichtigkeit nicht schafft, meine Brille liegt ja hier unten, dann sehe ich halt einen unscharfen Baum. Das heißt, ein Großteil dessen, was ich wahrnehmen könnte, geht sowieso schon verloren, weil ich ja natürlich eigentlich einfach durchgängig Brille tragen müsste, aber es nicht tun werde. Also habe ich in die Ferne geguckt, denn ich bin ja weitsichtig. Das soll angeblich die Augen sogar noch mehr entspannen, als die Augen zu schließen. Fühle ich aber irgendwie nicht so. Mich entspannt das nicht, in die Ferne zu gucken. Die sehe ich, selbst wenn ich jetzt nur auf halb unscharf habe, trotzdem unscharf. Und ich muss mich anstrengen, um die Ferne scharf zu sehen. Fuck it. Also habe ich es halt so treiben lassen. Weil da bin ich ja eh nicht. Und dann musste ich an Leerheit denken. Und dann dachte ich, jetzt habe ich mich. Dann nehme ich halt nicht wahr, was ja nicht schlimm ist, weil ja eh alles leer ist, also leer von inhärenter Existenz, die inhärente Existenz, die wir fehlerhaft wahrnehmen. Dann gerne geh doch in eine Kontemplation über dieses Thema und versuche innerhalb dieser Dissoziation endlich zu begreifen, dass das irgendwie mit Leerheit zusammenhängt und nutze es, um spirituelle Fortschritte zu machen. Oder kognitive Fortschritte oder was weiß ich, wie ihr das nennen wollt, weil das Wort spirituell immer so irgendwie negativ behaftet ist, bla bla bla. Ja, der eine glaubt an das eine, der andere an das andere. Ich glaube einfach nur daran, dass wir die Dinge falsch wahrnehmen und durch geistige Schulung, sei es durch Meditation, Kontemplation, Erfahrung, Wahrnehmung, was auch immer, einen Zustand erreichen können, wo wir die Wahrheit besser wahrnehmen können. Bis hin zu dem, was dann eben Erleuchtung heißt und in anderen Religionen anders heißt, dass wir die schlussendliche Wahrheit sehen. Ja, dann gibt es Religionen, die glauben daran, dass wir das erst nach dem Tod können. Und es gibt Religionen, die glauben daran, dass wir es jetzt schon können. Ich glaube zurzeit ja sowieso nicht mehr. Töte alles Ungeziefer, betreibe Aquarien und bin kein Buddhist. Aber das ist ja trotzdem das, was ich auf intellektueller Ebene noch weiß. Und diese Erkenntnis, dass ich gerade durch meine Dissoziation auf einen buddhistischen Gedanken gekommen bin. Ich habe meine Regenjacke vergessen. Oh, bin ich dumm? Bin ich dumm? Es kam ein Windhauch, ich fing an zu frieren, dachte mir, ich kann ja dann meine Jacke noch anziehen. Boom. Bin ich dumm. Wisst ihr, was ich auch vergessen habe? Karabinerhaken. Ich habe mein Tarp mit, was drei Löcher auf der einen Seite, also auf jeder Seite drei Löcher hat. Ist nicht schlimm, weil ich kann das Paracord ranknoten und dann das Paracord mit Stöcken im Boden fixieren. Aber das ist ja unnötig kompliziert. Hätte ich einfach, wobei, fünf Karabiner hätten safe 150 Gramm gewogen, behaupte ich jetzt einfach. Ich habe meine Regenjacke vergessen. Es soll regnen. Ich werde mein Tarp als Regencape anziehen müssen. Wie dumm kann man denn sein? Ja klar, weil ich nie eine Regenjacke mit hatte und ich mich ja an meiner Packliste von vor 2 Jahren orientiert habe. Boah, Freunde, was ist hier los? Was ist hier los? So, und dann habe ich mich ja also dazu entschieden und dachte mir, gut, wenn ich die Entscheidung jetzt getroffen habe und ich bleibe jetzt dabei, denn jetzt inzwischen ist es 19.46 Uhr, auf jeden Fall bleibe ich dabei, Freunde, ich bleibe dabei. Alter, das ist eben schon passiert. Diesmal habe ich sie zum Glück gefangen. Nehme ich wenigstens noch auf? Ja, top. Werde ich jetzt meine Isomatte testen? Denn die habe ich ja zu Hause nicht getestet, weil ich mich halt zu nichts mehr überwinden kann und alles eine motivationelle Hürde darstellt. Ich werde jetzt hier runtergehen, die Isomatte hinlegen und, weil die hat so einen Pump, so einen Fußpump-Pump-Ding integriert, diese einmal vollpumpen.
und dann wieder ablassen. Beziehungsweise habe ich schon drüber nachgedacht, ob es Sinn ergibt, die hier einmal gefaltet herzulegen, damit ich wenigstens da, wo ich irgendwie liege, dann weich zu liegen. Over and out. Okay, Freunde, das macht mir ja schon mal Mut. Das hat ja perfekt funktioniert, ist komplett selbsterklärend und es gab sogar eine Anleitung dazu. Ich hoffe, ich merke mir einfach, wie die gefaltet war. Und noch cooler ist, dass hier diese Druckknöpfe dran sind, wie ich eben schon einmal vormachte. Weil das heißt quasi, ich kann die sogar absichtlich falten. Guck mal, weil ich kann jetzt hier, es ist Ultraweitwinkel, deswegen komme ich auch nicht näher ran, weil das hilft euch auch nichts. Ne, Moment, die beiden passen nicht. Hä, ich hatte doch gerade welche, die gepasst. Ach so, nee, ich kann die nur der Länge nachfalten. Schade, also zuknüpfen. Aber das wiederum, das muss doch in den Hochsitz so passen. Habe ich jetzt hier übelst dran gerafelt? Ich weiß es nicht. Wir nehmen das jetzt mit hoch. Das gibt mir gerade Hoffnung, dass ich mir hier jetzt gleich ein richtig heftig gutes Lager einrichte. Und hier, wo ich, wisst ihr, warum ich es hier auch so gut finde? Weil ich bin nicht in einem Gebiet, wo man sagen kann, hier ist noch zu privat. Hier kommt jemand, weil direkt daneben privat, sonst was, bla bla. Ne? Versteht ihr? Ich bin aber auch nicht so tief im Wald, dass ich übelste Angst habe, in der Pampa zu sein, wo das Wildschwein auf mich zurennt. Versteht ihr? Außerdem bin ich ja am Hochsitz. Also vielleicht wird das der beste Schlafspot seit Naturschutzgebiet überhaupt. Wobei neben dem Windpropeller auf dem Feld war letztes Jahr eigentlich, das war gar nicht letztes Jahr, da bin ich ja durchgelaufen, vorletztes Jahr. Echt, das war vor, ach Freunde, egal. Wir gehen mal gucken. Ich lasse euch jetzt mal hier unten. Das ist ja der Vorteil am Mikrofon. Haha, ich kann euch ja jetzt hier herstellen, nach oben richten, dass ihr das Teil da seht. So, das wird jetzt keine so krasse Aufnahme, aber jetzt habe ich euch einmal abgestellt und ihr genießt, dass der Ton gleichbleibend bleibt, weil er bleibt gleichbleibend. Wow. Weil ich das Mikrofon umgehängt habe. So, jetzt bin ich, oh, und dann noch dagegen schlage. Lol, jetzt bin ich, aua, hier oben, pack das Ding hier rein. Hey, das passt ja. Das wird eine gute Nacht, Freunde. Das prophezeie ich. Jetzt komme ich wieder runter und hole euch. Und dann machen wir hier oben weiter. Und wenn sich über Nacht einfach meine Füße wie durch Wunderhand erholen, dann wird das doch was, Freunde. Ansonsten laufe ich halt morgen barfuß weiter. So, Freunde, selbstverständlich habe ich Angst, dass die Isomatte, die sich nicht so sonderlich dick anfühlt, platzt. Auf einem spitzen Stock, Stein, was auch immer. Das heißt, ich mache jetzt hier noch Frühjahrsputz und habe mein frisches, gut riechendes, sauberes Handtuch, ich setze mal die Brille jetzt ab, benutzt, um dort schon mal die Kante abzudingsen, wobei hier ist noch die Ecke. Was kann ich da? Komm, da packe ich noch Boxershorts davor. Weil die Kante kann ich nicht weicher machen. Ja, aber die Ecke, da habe ich echt Angst davor. So, das heißt, die Seite ist schon mal gesaved. Jetzt drehen wir uns hier um, packen das Ding hier rüber und kehren hier noch weiter. Oh, außerdem muss ich unbedingt meinen Schlüssel mal richtig einpacken und hier gleich eine Grundordnung schaffen, sobald alles liegt. So, Stöckchen weg. Das sind die Ecke. Das sind die Ecke. Dran. So. Boah, bin echt unsicher. Echt, echt unsicher. Jetzt breiten wir das hier aus. Und da seht ihr nämlich, ist doch ideal. Ich muss mich natürlich nur hier drauf lehnen, damit es mich da dann auch runter... Hä, das ist ja wirklich ideal. Die fühlt sich so dünn an. Jetzt habe ich kurz vergessen, dass meine Tonquelle hier unten ist. Und habe hier gerafelt wie sonst was. Ich hoffe, ihr versteht was. Also ja, da ich mir eh angewöhnt habe, auf der Seite zu schlafen, wir gehen jetzt mal in Position. Dazu nehme ich euch aber mal kurz raus. Ich hoffe im Übrigen inständig, dass der Kompressor sein Bestes tut, dann hier diese krassen Tonschwankungen für die Momente, wo ich natürlich näher dran war oder mal weiter weg war, gut auszugleichen. Deswegen lege ich euch jetzt hier unten ab. So. Ohne Witz, Leute.
Das ist wie zu Hause im Bett. Das ist wie zu Hause im Bett. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir... Oh Gott! Bin aber... Da habe ich es gerade völlig sorglos ranbouncen lassen. Ich binde direkt den Hut hier ran. Ja, den binde ich... Also das mache ich jetzt wirklich. Ich binde den Hut jetzt hier ran. Und ja, dann fehlt nur noch der Laptop oder das Tablet, was ich ja mit habe. Erlaube ich? Stimmt, ich wollte ja Polnisch lernen. Passt auf, Freunde. Ich muss ja eh lesen, solange es noch hell ist. Das heißt, ich nehme mir jetzt gleich erstmal vor zu lesen. Denn buddhistische Lektüre kann jetzt nicht schaden. Und dann, wenn es zu dunkel wird und mit der Taschenlampe rumzufuchteln Quatsch wäre, packe ich das Tablet aus, lerne Polnisch und lese noch ein bisschen Unterhaltungslektüre. So machen wir es, Freunde. Over and out. Ich habe hier nur noch 18%. Das ist Bullshit. Ja, ich habe viele lange Sequenzen aufgenommen heute, aber das ist Bullshit. Tag 4 wird dann reines Voice-Over. Lol. So, ich habe es jetzt gerade geschafft, zwei Seiten zu lesen, wahrscheinlich in einer Zeit, in der andere Menschen 10 Seiten lesen. Mir ist schon wieder wie weinen. Ich könnte jetzt anfangen zu weinen, wenn ich es darauf anlegen würde. Tut mir leid, es sind enttäuschende Wandervideos. Ich sag ja, ich mache eine Triggerwarnung am Anfang. Einerseits fühlt es sich an wie Überanstrengung, also dieses klassische, wenn Kinder weinerlich sind, weil sie übermüdet und überanstrengt sind, das hat man als Erwachsener ja auch, hoffe ich, dass es auch andere haben. Also so dieses, oh Gott, bin ich erschöpft und jetzt einfach nur noch liegen und schlafen, oh, aber ich kann noch nicht schlafen und boah, bin ich erschöpft und oh, ich weiß doch gar nicht. Und, oh. Ja, dieses da. Andererseits bin ich gerade wirklich das erste Mal traurig darüber. Boah, ja, das ist es. Da kommt mir, direkt schießt mir das Wasser in den Augapfel. Ja, dass meine Wahrnehmung halt so kaputt ist, dass ich so dissoziiert bin. Weil dagegen kenne ich aktuell kein Mittel. Und natürlich, jeder Psychologe würde sagen, dann forsch mal nach den Ursachen. Beziehungsweise meine Psychologin hat ja auch gesagt, das klingt so, als wäre ihr Stresslevel und ihre Unentspanntheit, also Nichtfähigkeit zur Entspannung, halt so hoch, dass ihr Kopf auf Biegen und Brechen so viel wie möglich ausblenden möchte, weil es das nicht mehr verarbeiten kann. Und erst wenn der Stress runtergeht, indem ich irgendwann entspannen kann, wird sich auch Stück für Stück wieder meine Wahrnehmung öffnen. Und den Gedanken verstehe ich, denn es ist ja mit der sozialen Phobie wirklich genau das Gleiche. In sozialen Anforderungssituationen, durch die ich hindurch muss, die mich aber überfordern, schaltet sich meine Wahrnehmung nochmal extremst runter. Und scheinbar ist in den letzten Jahren mein tägliches Leben einfach so stressig, dass mein Gehirn sagt, dann nehmen wir halt nur noch ganz, ganz wenig wahr, gerade so viel, wie wir noch verarbeiten können. Als ich eben zurückdachte, boah, krass, vorhin bist du losgelaufen, vorhin wohlgemerkt. Es fühlt sich trotzdem nicht an, als wäre ich 15 Uhr losgelaufen, jetzt ist es gerade 20 Uhr. Und wenn ich jetzt versuche, visuell zu rekapitulieren, was ich erlebt habe heute, dann sage ich euch, nicht viel. Von den 5 Stunden oder von dem, was in 5 Stunden wahrzunehmen gewesen wäre, habe ich... Also so fühlt es sich an, ja, 20% wahrgenommen. Und mir ist bewusst, dass das Videos machen und das zwischen den Videos darüber nachdenken, was ich als nächstes sagen werde, das habe ich schon bei der letzten oder vorletzten Wanderung erklärt, dass ich zwischen den Videos gar nicht mal so ein großes Problem damit habe, still vor mich her schweigend zu laufen, was ich ja, wenn ich im normalen Alltag bin, hasse wie die Pest. Ohne Input ins Fitnessstudio zu laufen, ist ja grauenvoll, weil ich zwischen den Videos ja drüber nachdenke, ah, guck, jetzt ist das gerade gewesen, jetzt ist das, aha, das sage ich gleich, das sage ich gleich. Das heißt, ich bin natürlich gedanklich die ganze Zeit im Tunnel. Das heißt, die hohe Kunst für mich wäre es, wenn ich das hier ernst nehmen würde und damit etwas erreichen wollen würde und nicht es zu 51%, und dessen sind wir uns natürlich bewusst, ich mache das Ganze hier zu 51%, weil ich für mich selbst, ihr seid mir dabei fast egal, weil es sind 8, 9 Leute, aber für mich selbst diesen Content produzieren möchte, den ich dann wiederum gerne konsumiere. Das habe ich ja heute früh zu Hause gemerkt.
Aber eigentlich müsste ich so eine Wanderung machen, ohne dass daraus etwas entsteht. Und zack, sofort ist der Buddhismus in meinem Kopf, weil das fühlt sich an wie, da geht ja aber was verloren. Ja, warum geht etwas verloren? Weil ich anhafte. Weil ich anhafte an etwas, was ich unbedingt behalten möchte. Und wenn ich ein guter Buddhist wäre, wenn ich Erleuchtung erlangen wollen würde, dann müsste ich das loslassen. Das ist wie mit den Kindern. Ich will ja angehaftet sein. Ich will ja mich schlecht fühlen, weil die Kinder aus meinem Leben gehen. Weil die Akzeptanz, dass die Dinge halt einfach kommen und gehen, wie sie wollen und wir nicht anhaften sollen, die habe ich ja nicht, weil ich ein schlechter Buddhist bin. Da könnte ich auch direkt wieder weinen. Erleuchtung erlangen oder was auch immer, bla 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 erlangen, Erkenntnisse, Realisationen, mentalen, psychischen Fortschritt, was auch immer. Oder den Schritt in deine Glaubensrichtung. Denn irgendwie, ich glaube auch ein Christ könnte sich irgendwie damit identifizieren, zu sagen, ich komme Gott ja nur dann am nächsten, wenn ich meine weltlichen Dinge abschalte. Wenn ich an weltlichen Dingen hänge, wie Beziehungen zu, ne, wir bleiben jetzt bei dem Beispiel, ich arbeite mit Kindern und bin traurig darüber, weil ein Kind geht, dann klammere ich mich an das Weltliche und in dieser Zeit bin ich Gott ja nicht nahe, weil Gott ist ja das Allmächtige, das Gute, so habe ich es zumindest im Christentum verstanden, ja, und loszulassen und, beziehungsweise man kann das ja auch mit diesem, das ist alles Gottes Plan, begründen. Denn das sagen ja auch viele Christen. Ich nehme Schwierigkeiten in meinem Leben an, denn ich bin mir sicher, Gottes Plan für mich ist richtig. Und in dem Moment, wo ich aber anhafte und daran zweifle und mich aktiv oder absichtlich, nicht aktiv, unterbewusst, aber doch absichtlich schlecht fühlen möchte, weil ich nicht loslassen möchte, dann habe ich ja Zweifel an dem, was in meinem Leben passiert. Jetzt kann man wieder darüber streiten. Jetzt wird es hier zum Philosophen-Podcast, tut mir leid. Jetzt kann man wieder darüber streiten, ich muss aufpassen, dass der Akku nicht alle geht, 12% noch, dass das wiederum in diesem Schicksalsdenken münden könnte, zu sagen, das ist alles der Plan und ich akzeptiere den. Dann sind wir bei dem Gedanken, okay, wenn das Schicksal ist, und ich sowieso alles, wie es passiert, annehmen muss, warum soll ich dann noch irgendwas machen? Weil es passiert ja von allein das. Und das ist das Schöne im Buddhismus wiederum, dass da eben von Grund auf gelehrt wird, dass wenn du nichts tust, nichts dazu beiträgst, alles von Grund auf leidvoll ist, negativ. Aber ob du daran leidest, das ist deine Entscheidung, denn du kannst ja etwas dagegen tun. Und deswegen fühle ich mich mit dieser Ansicht eben wohler, denn ich tue gerade was dagegen, wenn auch im minimalsten Maße, indem ich mit euch rede, indem ich hier lese, indem ich hier überhaupt sitze, jetzt wirklich, könnte ich die ganze Zeit heulen, ey, ist so sinnlos. Aber es gibt ja auch diesen cheesy Spruch, Schmerzen ist Schwäche, die den Körper verlässt. Wir spüren Schmerzen, egal ob körperlich, in Form von Muskelkater. Ein Muskel wird aufgebaut. Die Schwäche verlässt den Körper. Wir haben Muskelkater. Schmerzen ist Schwäche, die den Körper verlässt, als auch mental. In dem Moment, wo ich traurig bin und Schmerzen habe, verlässt ja die Schwäche meiner Anhaftung gerade den Körper, denn so verarbeitet mein Gehirn ja. Also das kann man ja, diesen cheesy Spruch, am Ende sogar auf psychologische Prozesse runterbrechen und davon ausgehen, dass es irgendwie stimmt. Trotzdem steht außer Frage, dass ich nicht mein Bestes gebe. Und vielleicht ist es auch das, was mich so nervt. Dieses Wissen, wenn ich jeden Tag meditieren würde, würde es mir besser gehen. Warum schaffe ich es nicht? Weil ich nicht mein Bestes gebe. Und dann wiederum denke ich wieder im großen ganzen Konzept. Und habe tatsächlich in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam, ich glaube beim Joggen oder so, seit jeher denke ich ja, ich sterbe einen frühzeitigen Tod. Ich will ja nicht mit 80 im Bett sterben, sondern schon vor allen anderen, die mich noch kennen. Also ist es natürlich auch, 9 Minuten schon wieder, krass. Es wird ein Podcast, Alter. Ein Gedanke, oder schon seit jeher bin ich fixiert auf den Gedanken, was werden meine letzten Worte sein? Und natürlich wäre ich clever, sie mir zurechtzulegen. Und die letzten Wochen habe ich irgendwie dran gedacht. Und Achtung, jetzt wird es wieder extremst selbstgefällig. Hatet mich nicht dafür, aber ich sehe, dass ich will nicht sagen, mehr Dinge tue als der Durchschnitt. Ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Menschen,
ja, da sind wir bei wahrscheinlich 49%, die viel mehr leisten als ich. Viel mehr. Egal auf welcher Ebene. Egal ob auf humanistischer, weltlicher Ebene, sozialer Ebene. Das war das, was ich mit humanistisch meinte. Ich weiß nicht, wie ich auf das Wort humanistisch jetzt komme. Oder eben auf spiritueller oder gläubigen Ebene. Aber 51%, wenn ich jetzt genau in der Mitte bin, das wären, ach, ihr wisst, was ich meine, leisten dementsprechend viel, viel weniger als ich. So würde ich mich selbst einschätzen. Vielleicht ist es eine verquere Wahrnehmung meiner selbst, weil man selbst sich anders wahrnimmt als andere. Aber ich denke, ich bin im guten Mittelfeld und leiste dementsprechend mehr als 50%. Ich will schon sagen 51%. Ich bin zwischen 51 und 49. Ja, da bin ich. Und die Vorstellung meiner letzten Worte waren folgende. Ich bin nicht traurig darüber und ich bereue nicht, dass ich nicht geschafft habe, in meinem Leben mein Bestes zu geben. Denn ja, aktuell gehe ich davon aus, dass wenn ich sterbe, ich nicht in einem geistig-mentalen Zustand sterbe, in dem ich zufrieden, glücklich und stolz bin. Stolz im Sinne auf, ich habe vieles geschafft, was ich schaffen wollte. Sondern in dem Zustand, wo ich halt momentan rumdümpere. Und trotzdem will ich nicht an diesem Punkt traurig, deprimiert oder was auch immer darüber sein, dass ich es nicht geschafft habe, immer mein Bestes zu geben, weil ich trotzdem so viel öfter mein Bestes gegeben habe. Und wenn ich von ich gebe mein Bestes rede, meine ich, ich habe mein Bestes gegeben in diesen Situationen. Ich war an meinem Limit. Und es gibt so viele Menschen, die in ihrem Leben niemals an einem Punkt waren, wo sie ihr Bestes gegeben haben und die das gar nicht wissen. Und ganz viele davon Teil der 51% sind. Und darüber bin ich traurig. Darüber bin ich tatsächlich deprimiert. Die Vorstellung, dass 51% der Menschen noch nicht mal an den Punkt gekommen sind, zu verstehen, was es heißt, ihr Bestes zu geben, das ist der gesellschaftliche Verdruss, der in mir lebt. Das finde ich traurig. Nur das in einem kompakten Satz als letzte Worte zu formulieren, ist vielleicht ein bisschen schwierig. So, 12 Minuten 41, ich lese mal weiter. Könnt ihr mir sagen, was die Wespe da macht? Ich weiß nicht, wie er nahe ich rangehen kann, ohne dass es eh unscharf wird wegen des Weitwinkels. Das ist nicht der normale Bienen-Wespen-Wiggle-Wiggle-Dance. Die zuckt mit dem ganzen Körper. Was hat die denn? Scheinbar nichts. Jetzt krabbelt sie weiter und zuckt da. Hä? Oh, Alter, erschreck mich nicht so. Kannst du bitte wegfliegen? Ich möchte keine Wespen bei mir haben. So, Freunde, ich reinige meine scheiß Backenzahnlücke, die ich immer reinigen muss, nachdem ich esse. Ich habe es schon die ganze Zeit aufgeschoben, weil ich nicht aus meinem Leseflow... Na, ist auch eine Lüge. Ich hatte... Also, na doch, ich wollte nicht... Also, ich bin nicht im Flow beim Lesen. Ich bin unkonzentriert. Aber ich wollte nicht aus der Tätigkeit rauskommen. Das trifft's eher. Ja, ein halbes Stück Frikadelle. Eine halbe Frikadelle. Diese Lücke ist so nervig. Also, ich habe da... Mir fehlt da nicht ein Zahn. Aber nachdem meine Weisheitszähne entfernt wurden, haben sich die beiden Backenzähne einfach immer weiter voneinander entfernt. Cool. So. Außerdem, ja, ich wusste ja nicht, dass ich heute das erste Mal so krassen Hunger haben würde. Und dementsprechend hätte ich auch nicht gedacht, dass mein Wasserverbrauch so hoch sein wird. Wir sind hier, Freunde. Das heißt, entweder, ja gut, die Entscheidung kann ich erst treffen, nachdem ich gegoogelt habe. Ich wollte gerade sagen, entweder gehe ich morgen früh zurück zu Kaufland, weil das sind 10 Minuten, 12 Minuten. Heißt aber, insgesamt sind es 24 bis 30 Minuten. Oder ich versuche auf Biegen und Brechen heute nichts mehr zu trinken. Morgen früh dann diesen Viertel Liter. Und dann google ich, wo ist der nächste Supermarkt. Denn eigentlich müsste es in Hartmannsdorf doch einen Supermarkt geben, oder? Also, ja, also bitte. Aber das klären wir dann mit dem Handy. Deswegen sage ich, brauchen wir jetzt nicht drüber zu philosophieren. Ja, lesen wir okay. Allerdings tut mir jetzt langsam alles komplett weh. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht mehr so sitzen bleiben. Ich muss mich jetzt mal irgendwie hinlegen. Und dann das Buch so über Kopf zu halten, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel angenehmer ist. Deswegen werde
werde ich jetzt meinen Abendstatus absenden, meinen Kollegen und Freunden per Status mein Nachtlager präsentieren und dann gucken wir mal, wie oft ich mich noch bei euch melde. 4% Akku. So Freunde, wie ihr seht, habe ich mich entschieden. Ich bin da nochmal in mich gegangen und habe reflektiert, ich wollte eine entspannte Wanderung. Und wenn ich jetzt nicht mehr kann, auch wenn ich erst 15 Kilometer geschafft habe, ist völlig egal, weil es ist ja jetzt quasi schon Abend, also schlafe ich hier. Ich habe ein Dach über den Kopf, ich bin windgeschützt, ich habe alles, was ich brauche. Warum nicht? Guck mal, hier ist mein Bücherregal, hier ist mein Equipmentregal, hier ist mein Kühlschrank, meine Bar, mein Kleiderschrank und mein Rucksackschrank. Also besser geht's gar nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich mir diese aufblasbare Isomatte geholt habe, denn die kann ich jetzt hier reinfalten. Und wenn ich jetzt hier auf der Seite liege, dann kann doch niemand sagen, dass das nicht... Also, das ist es doch, Freunde, oder? Ich finde schon, das ist es. Und wenn das nicht die beste Wandernacht überhaupt wird, dann wird es halt nicht, ne? Aber es wäre schon cool so, vom Prinzip her, sage ich mal. So, Freunde, erstens, fuck, der GoPro-Akku ist alle. Außerdem ist mein Internetempfang gerade tausendfach schlimmer und schlechter. Oh, jetzt, wow, wurde es mal gepostet, als vorhin. Ich habe LTE, kein LTE Plus. Ich kann nicht mal jetzt meinen TikTok-Kanal laden. Erstes Video hat 780 Aufrufe, zweites 779. Also posten wir jetzt noch das letzte. Kann ich zwei hintereinander posten, damit ich den Schnitt drin habe? Weiter. Mal sehen, was da passiert. Hey, jetzt lädt das erst. Okay. Hä, warum ist den hier einen Sound aktiviert? Egal, das mache ich jetzt noch und dann mache ich das Handy wieder aus. Scheiße, Mann, ich krieg dieses Mal Probleme mit den Akkus, ey. So, solange das Video eh noch im Upload ist, benutze ich noch die Handykamera. Es ist krass, wie viel höher. Also hier bläst mich der Wind einfach um, wenn ich hier stehe. Das heißt, ich habe hier richtig gut gewählt, weil der Wind kommt auch aus dieser Richtung. Und hier ist der Ausgang. Also ist wirklich alles richtig gemacht. Was anderes kann man nicht sagen. Der Wind ist teilweise so stark, dass er schon anfängt zu heulen hier in dieser Kiste. Ja, so ganz klassisch Windgeheule. Zum Glück habe ich Oropax dabei, sonst würde ich heute wahrscheinlich keine Sekunde schlafen. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Und ich bin jetzt wirklich guter Dinge. Ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Habe euch alles erzählt. Ich kram jetzt das Tablet raus, sodass ich noch weiter lesen kann. Und baller mir Melatonin rein. Jetzt zeigt sich natürlich, es war eine absolute Fehlentscheidung, noch einen zweiten Energy zu trinken. Hätte ich den nicht getrunken, würde ich jetzt wahrscheinlich gleich schläfrig werden. Könnte so von 23 bis 3 Uhr knackige 4 Stunden schlafen und dann weiter marschieren. Schauen wir mal. Fäden am Schlafsack. So Leute, jetzt beginnt schon die Zeit, wo ihr auf der GoPro, glaube ich, nichts mehr erkennt. Doch, guck mal, Himmel erkennt ihr noch? Krass. Das ist ja wirklich krass, lol. Ihr seht einzelne Wolken, die kann man mit dem Auge nicht sehen. Naja, aber ich glaube, wenn ich hier runter ohne die Taschenlampe, dann seht ihr absolut nichts. Deswegen blende ich mich nochmal selbst. Ich liege jetzt hier erstmal mit hochgeklappten Füßen. Ja, seht ihr das? Ich bin komplett im Schlafsack. Habe hier meine Beine, das sind meine Knie hier angewinkelt, sodass ich erstmal normal auf dem Rücken liegen kann. Jetzt müsste ich hier über mich das Tablet halten, wo ihr gerade seid, um zu lesen. Oder ich versuche es halt irgendwie auf der Seite. Oder das wird heute nichts mehr. Mikrofon liegt da. Weiß nicht, wie der Ton jetzt war. Scheiße. Stand jetzt ist eine gute Temperatur. Naja, wie gesagt, ich plane eh nur bis 3 Uhr zu schlafen. Aufgrund der Kameraakkus nehme ich mir jetzt vor, nichts mehr Sinnloses zu erzählen. Wünsche euch eine gute Nacht. Nur wenn es wirklich was Erzählenswertes gibt. Stimmt. Und ich bin zwar hier neben Bäumen. Ja, also ihr wisst ja, wo ich bin. Neben Wald und Feld. Aber bisher war noch keine Mücke hier. Das heißt, ich brauche, glaube ich, nicht mehr mir das Mückennetz überhängen. Aber egal. Wie gesagt, nur wenn es noch was Erzählenswertes gibt, melde ich mich nochmal. Ansonsten gute Nacht. Und morgen früh, drückt mir die Daumen, berichte ich euch dann, wann ich eingeschlafen bin, wann ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe, wie gut ich geschlafen habe und so weiter und so fort. Peace out. Pojutrze. W weekend. Jutro. Czy ten prezent jest od ciebie? Te kwiaty są dla was. Okay, Freunde, das will ich euch noch sagen. Ihr könnt es euch schon denken, aber... Also ich lag jetzt auf der Seite, hab ein bisschen gelesen und ja, in der Position könnte, glaube ich, das Buch noch so spannend sein. Man will sich hin und her wälzen und wenn man dann halt das Tablet noch in der Hand hat, was einen ja auch nochmal einschränkt, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen werde ich jetzt einfach versuchen zu schlafen. Es ist, ihr seht es, ich weiß es noch nicht, 22:32 Uhr. Gute Nacht.